Jo, moin. <laughs> Guten Morgen, äh, herzlich willkommen, wer der Gäste der mir so mangel. Ich äh, grüße euch. Es könnte sein, dass ich etwas noch äh, verschlafen klingt. Das äh, ist jetzt am Anfang unabweichlich, weil das nun mal leider der Fakt ist. Aber äh, wir nehmen heute noch auf, damit wir das letzte Video für die äh, Kodomo Week quasi einleiten. Also grande Finale sozusagen. Und ich finde, das ist eine gute Entscheidung, tatsächlich das als grande Finale zu wählen. Denn mein Gott, was, was zur <laughs> Hölle war das eigentlich? Ja. <laughs> ähm, herzlich willkommen zu. Ihren, pff, warte mal, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Keine, keine, keine Anibi-Review. Ja, äh, irgendwie die, nicht. Die, die äh, Review, die. Keine Anime-Review ist, aber wir werden über einen Anime sprechen. Und zwar über einen Anime, der Januar 2017 das Licht der Welt erblickte und mit ganzen elf äh, Entschuldigung, zwölf Episoden im März schon wieder endete. Wahnsinn. Exciting. Wow, so Und äh, der Anime <laughs> hört auf den Namen of Friends. Und wir haben hier diese wunderschöne ähm, Kinderthemenwoche. Meine mhm. dich übrigens wieder klicken. Ja, ich muss hier gerade noch ein paar Fenster schließen. Weil ich habe hier so, mir so ein, ein paar Sie. Notizen gemacht. Oh, schlimm, dass du das so hören kannst. In der Aufnahme hört es keine Sie. Sau. Echt? Nee. Naja, bin ich mir da nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, mich irritiert das total. Ach Gott. <laughs> das, das ich werde mir extra, extra für dich noch eine <laughs> klickfreie Maus holen. Oh ja, bitte. Das, das wäre, das, das, da wärst du mein Lieblingsmensch auf, auf, auf Erden, wenn du das tust. Einmal, einmal muss ich noch, einmal muss ich noch, sonst habe ich das, das Helle von Wikipedia, da kriege ich ja. Augenkrebs von. So. Dann, dann wärst du ein Fremde. Ein Friend, ein Friend. <laughs> Ja, wir, wir sprechen heute über Kimono Friends, ähm, weil wir die Kodomo Week abschließen wollen und in der Kodomo Week, wie das der Name übersetzt einfach schon sagt, sprechen wir über. Kinderkram, Kinderanime, Kindermanga, Kinder, 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 Kinderriegel. Man so, weiß alles, bei Kimono, ich bin, hier, ich war, ich war mal so zwiespalt. Ich wusste nicht, mhm. ist es jetzt speziell für Kinder gemacht oder haben sie es einfach nur? Keine Ahnung. Kinder aber es kommt gehalten. schon sehr. Es es, also es es fühlt sich, es ist FSK 0 ist natürlich klar. Ähm, es, es fühlt sich einfach so an, finde ich. Es, es ist definitiv für Kinder. gemacht. Ja, ja, es, genau. hat, es hat, also um mal einfach quasi unsere Theorie in Anführungszeichen. Es gibt jetzt kein off offizielles Statement, das sagt, okay, Kemono Friends ist für Kinder. Wobei, hm. man muss aber auch sagen, hier und da haben Anime-Datenbanken das Tag Kids getaggt. Ja, ja das war genau. war nur zum geringen Prozentsatz, aber trotzdem ist also es. es ist drin ist auch, also, wenn ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich würde es ich einem Kind zeigen. Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir können vielleicht über die letzten. Kommt äh, auf das Alter des Kindes, aber vielleicht ein ja, etwas ja, älteres genau. Kind. Ja. Vielleicht die letzten zwei Episoden noch nicht, wenn man keine oh. Ahnung, fünf ist oder sechs oder so. Ja, ja, es ist vielleicht dann noch etwas. Ich denke mal, das Blau ist eher, eher, so, eher so Grundschulalter, wo, 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 wo mhm. sie noch so ein bisschen lernbegierig sind und so. Genau, Was? weil es ist im Grunde einfach, ein, es ist im Grunde eigentlich ein, ein sehr simples. Eine sehr simple Serie, simpel gehalten, animationstechnisch simpel gehalten, es überanstrengt nichts. Ähm, hm? Es ist, ist es so eigentlich so ziemlich ultimativ für Kinder gemacht. Man lernt etwas über Tiere und ich glaube, das habe ich schon tausendmal gesagt in dieser Themenwoche, aber das ist das ultimative Zeichen. Ähm, meiner Ansicht nach, wenn du wissen willst, ob etwas für ein Kind ist oder nicht, ja. sobald irgendetwas mit Tieren thematisiert wird, mhm. wenn es eine kleine Katze ist oder wenn es nur noch um Tiere geht, die sprechen können. Ja, 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 genau. Das, das ist voll ein Kinderding. Das ist aus irgendeinem Grund, und das finde ich irgendwie interessant. Da ist weil ja auch noch der, auch dieser, so. dieser Lernfaktor drin, es wird auch viel erklärt, ähm, genau, da ist viel, viel, viel Schulwissen quasi mit drin, in dem Sinne. Wie, wie so Biologieunterricht so ein bisschen. Genau, dann kannst du es bei deinen Freunden eingeben und kannst sagen, ey, habt ihr gewusst, dass die, Sand, äh, dass sie die, die Sandkatze mhm. so, so, so Fell unten an den Pfoten hat, damit sie nicht, sich nicht bei den, auf dem heißen Sand verbrennt? Ja, genau. Crazy. <laughs> Crazy. Ohne Kimono ja. Friends wäre ich nichts. Oder der japanische rote Ibis, dass der einen, einen relativ nervigen Gesang hat. Das war doch schön. Ja, sie ist doch talentiert. Toki. So Und das, äh, ja, das ist irgendwie, das vermischt alles so ein bisschen. Also diesen Lernfaktor. Wir haben, wie gesagt, einfache Visuals. Es ist ein sehr simpel gehaltenes, auch simpel animiertes CGI. Hm? Nichts, was die Augen überanstrengt. Und da kommt nämlich auch so meine erste Vermutung. Zum also zum einen, denke ich, dass das Budget einfach quasi, das war so eine so so ich sag mal das war so ein wir versuchen es einfach es war die hatten ein sehr also da kann ich ein bisschen Hintergrundwissen geben mhm. ähm, es war ein sehr kleines Team drei Leute ach du heiliges okay ja ähm, der ähm, das Animationsbudget war ein Bruchteil von dem äh, was das äh, für den Dub für die für die äh, Sprecher zur Verfügung stand und äh, ja die haben das wirklich für das was sie hatten ist es echt gut also muss man sagen ja auf jeden Fall ich könnte ja auch noch ich könnte auch noch ein bisschen wie das alles entstanden ist mit dem game vorher das könnte ich uns auch noch erzählen ja stimmt das war ja war ja ähm, in erster linie also erstmal war es ein smartphone game ja, es war ein smartphone game das kam äh, so richtig 2015 kam es raus mhm. Und äh, war, war in Richtung Gacha-Game. Mich ne? weiß nicht, da war es wahrscheinlich noch, da dachten sie, sie können die Erwachsenen auch ein bisschen mit abholen, aber es war auch äh, relativ äh, jung gehalten. Ähm, mhm. Es kam aber nicht an. Also die Otakus haben es wahrscheinlich gar nicht angenommen, weil es auch absolut überhaupt keine äh, Edgy-Varianten hatte von den Charakteren. Das wollten die mhm. gar nicht erst. Mhm. Der, ähm, Charakterdesigner, den kennen wir. Äh, oder sie, ich weiß, weiß ich gar nicht. Äh, Yoshi Sakimine von äh, Kero Rogunzo. Oh ja, oh, oh. Habt ihr mal äh, ganz kurz, wenn ihr, selbst wenn ihr Kero Rogunzo oder so noch nie gesehen habt, guckt einfach mal die, die, die Artworks von, von ihr oder ihm an. Es ist einfach, also ich liebe es, ich liebe es. Äh, Yoshisaki mine ist übrigens ein Kerl, habe ich gerade gesehen. Ah, ja, gut, okay. Ja, ich wusste nicht, ähm, weil ich, mine war ich mir nicht so sicher. Äh, der, der hat meiner Ansicht nach so ein wieder so ein einzigartiges eigenes Design, was auch so ein bisschen nach. Es schreit auch sehr nach 90er, so sein Design auch Ja, ja, ja. Oder, ja. oder ja. beziehungsweise nicht mal 90er, sondern eher so, 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 so Anfänge 2000. So dieser, dieser distinkte Eigene Anime-Stil so. Ähm, kann, man, kann man auf jeden Fall tun. Mal kurz ein Beispiel, was er alles gemacht hat. Im englischen Bereich gibt es zum Beispiel Dragon Quest Monsters Plus. Das ist, glaube ich, so eine Adaption von einem DS-Spiel oh. ähm, äh, von Dragon Quest Monster. Das gibt es äh, im englischen Bereich. Im deutschen Bereich gibt es Sargent Frog bis zu einem gewissen Grad auf Tokio Pop. Mm. Ähm, und ähm, ein Anime, da muss ich auch mal irgendwann drüber sprechen. Den ich, äh, den einfach auch kaum jemand kennt, aber auch wirklich lustig ist, äh, ist arcade Gamer äh, Fubuki. Ähm, ah, ja, 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 kenne ich. Das ist auch ich. so ein crazy Ding, wo es einfach ja. um ein riesiges Turn Tournament-Turnier geht, wo mhm. die Leute einfach nur arcade Games spielen. Das ist super strange, aber sein Artstyle ist immer, man, man erkennt es einfach so. Man, man, man hat es schon immer erkannt. Und ja, hat, er, ist, er, ist, er ist 90s, 100 Pro. Und er hat viel ähm, auch, also wir vielleicht, kommen wir vielleicht später noch drauf. Er hat auch viel ähm, ja immer Artwork oder Fanart, sage ich mal, für äh, Neon Genesis Evangelion beigesteuert. Ja. Also von, von ihm gibt es ein paar Rays und Askars und ja. Also er war auf jeden Fall der Lead Designer für Charakterdesigner und so auch. wie ich das auch gesehen habe beim Anime als, als Council hier als äh, Berater mit dabei. Äh, ja, ja, auf jeden Fall, das Game, das Game ist dann, wie gesagt, das Wort war relativ un unpopulär. Äh, wahrscheinlich, weil es, weil viele vermuten, weil es halt bei den Erwachsenen nicht angekommen ist. Und äh, Kinder sind äh, nicht so die Zahlmeister bei, bei Gacha Games. Also, die sind nicht so die treibende Kraft. Das ist richtig. Und das war halt auch das Problem, dass in dem Moment, in dem Jahr, in dem es released wurde, waren andere Games halt Wesentlich mehr auf dem Vormarsch hier, counter Collection und alles Mögliche, kam mm. gerade und äh, Destiny Child oder wie es hieß. Ähm, Was, Destiny den, Child? Was war das? Nicht äh, das, heißt, das Spiel heißt wirklich Destiny Child. Also. Ah, okay. <laughs> auf jeden Fall, die konnten dann ein bisschen mehr ähm, für den Erwachsenenmarkt. Ja, mm. ja, genau, definitiv. Ja, und äh, dann war es auch leider schon so, dass es nach nicht mal einem Jahr dann auch eingestellt wurde schon wieder also die Server sind dann am 2016 sind sie dann Ende 2016 sind sie runtergefahren worden hm. äh, ja aber der Anime war dann auch schon äh, war dann ja auch schon in der Mache war ja schon geplant den haben sie ja trotzdem durchgezogen und äh, ja, am Anfang haben viele gedacht ach das wird der nächste Flop weil die haben Ach, die Trailer ja, gesehen ja. und dachten, oh, ja, Gott, das, das, das sieht ja, ist, ja ne? schrecklich und, aus und oh, billig ja, ja, und ja. was weiß ich. Ja, ist ja, dann ja. aber zu einem tatsächlichen Cult Classic geworden. Also was so absurd ist eigentlich. Ja. Ja, was ich finde, weil. Da gibt es so viel Merch von mittlerweile nur durch den Anime. <laughs> das, ist, das ist wirklich beeindruckend, was die erreicht haben, nur mit dieser. Dieser einen Staffel mit ein paar Episoden. Aber ja, ich muss halt ehrlich ge äh, ges gesagt gestehen, ähm, du hast mir das quasi einfach gesagt: so, ja, das kann man sich mal angucken, das ist äh, auch nett, weil das so nebenbei noch was Besonderes äh, mhm. so quasi hat, wo Erwachsene auch was mit anfangen können. Und da habe ich gedacht: ja, gut, das passt ja wunderbar rein in, in das Konzept. Ist für Kinder, aber Erwachsene haben dran gearbeitet und geben für einen, der erwachsen ist, noch irgendwie so so eine Side Story, so ein Subplot, wo man sich vielleicht ein bisschen noch mehr auseinandersetzen ja, kann. Ja, und oder? das ist wieder, das ist wieder das Witzige dieser, dieser Subplot. Ähm, dieses, äh, also man muss sagen, die Leute, die es gesehen haben, die werden es wahrscheinlich gemerkt haben. Es hat so einen äh, postapokalyptischen Unterton. Das wird nie direkt angesprochen groß, aber es wird immer, immer wieder Hinweise gibt darauf. Man sieht, dass mhm. alles so ein bisschen runtergekommen ist und halt die Suche danach, dass äh, nach dem Menschen halt, dass da keine anderen Menschen sind. Und genau, um, um, vielleicht, um, bevor wir da irgendwie tiefer reingehen, erklären wir erstmal kurz, worum es in der Story geht, weil oh. ich würde dann auch gerne auch. So ich wollte, ich auch wollte nur sagen, dass dieser Subplot im Game nicht vorhanden war. Der ist ja, ja. wirklich vom, vom, vom Autoren mit eingearbeitet worden, um das, äh, dass das Spiel halt äh, mit dem Yappari-Pack zusammen äh, heruntergefahren wurde, mhm. wurde das so in den Anime eingearbeitet. Ah, okay, I see. Ah, oh Gott, das, oh Gott, das, das ist ja so meta. Das, äh. heißt, das heißt quasi, im Klartext, die haben das Spiel. Äh, da können, man könnte sagen, davon, der Anime ist, eine, ist ein Sequel zum Spiel. Ist ein Sequel, Mann, ja, oh Gott, das <laughs> ist ja. Also quasi, dieses Spiel ist quasi der ja Paripak, pack wie er damals war. Ja, ja, genau, genau. Genau, so mit allem, so mit. Äh, ja, mit Safari und, und was weiß mm, ich und die Busse und alles. Und die Menschen, also in dem Fall die Spieler gucken sich die, die Tiere ja. an, lernen darüber was und hat, machen, nutzen irgendwelche, reden mit denen, nutzen irgendwelche äh, Attraktionen und so weiter. Ja, ja, okay, das ist nice, das ist nice und dadurch, dass sie runtergefahren sind oder beziehungsweise Schluss machen mussten, mhm. hat, hatten aber den Anime in der in der Planung oder in der Mache schon, haben sie das quasi als, ja. Quasi wie so ein. Ja, das ist geil irgendwie, weil das, 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 das gibt dem ja. Anime auf jeden Fall noch mal eine, eine geilere Note. Das ist das hm. ist nice. Ja, das da ist hat der, 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 der Director hier, Tatsuki, <laughs> der hat auch, der hat das wirklich sein eigenes Ding daraus gemacht. Ne? Ja, ja, das wird, kann man ja werden wir ja jetzt noch ein bisschen drüber reden. Ne? Ja, genau, erstmal äh, groß um es äh, äh, zu erklären, worum es in Kimono Friends so die ersten Episoden geht. Es geht um eine eine ja eine Dame äh, namens Kaban äh, oder sie wird Kaban genannt, weil sie selber eigentlich nicht sie Amnesie, also sie, sie weiß, weiß nicht wer wer oder was sie überhaupt ist genau was sie ist warum sie da ist sie ist auf sie existiert auf einmal und mit ihr geht man quasi auf eine Reise und das erste die erste Begleiterin die dann auch später die große Begleiterin von ihr wird ähm, die sie kennenlernt ist äh, Serval, eine ähm, Jetzt musst du mir kurz äh, die Übersetzung helfen. Was war das? Sie das ist eine, eine... Ser Serverkatze, so heißen die. Ach, die heißen so, okay. Ja. Ähm, hatte ich nämlich vorher wirklich noch nie was von gehört, deswegen warte ich. Ja, gut. die, sehen so, die sehen, sehen so ein, so ein, ein bisschen sehr aus sehr wie, wie kleine Geoparden, bloß sie sind halt immer noch, die sehen, das ist so irgendwie das Bindeglied zwischen Raubkatze und, also größerer Raubkatze und äh, Hauskatze. Also sie sind ah. sehr, sehr hauskatzen esk auch vom Verhalten ein bisschen, aber sie sind halt immer noch relativ groß. Und schlank mhm. und groß lange Beine und alles. sind okay. sehr witzig. Und ähm, die Miauen und, auch. <laughs> okay. Okay, das ist, das ist natürlich äh, für Raubkatzen selten. Ne? Mhm. Miauen ist äh, normalerweise, aber daran erkennt man vielleicht, dass es einfach so einfach die Urkatzen oder einer der Urkatzen mhm. ist, so, die noch in der Wildnis existieren. Interessanter, ich jetzt auch noch nie, wie ge gesagt, man hat einiges auch gelernt in dem Anime über Tiere. <laughs> ja, ja, genau. Und auch vor allem über Tiere, wo du gedacht hast, was, was zum Teufel ist ein roter japanischer, den du <laughs> noch nie gehört <laughs> ja. oder gesehen. Alle sind aber leider ja. auch fast schon ausgestorben. Ja. Es gibt sogar einige, äh, es gibt sogar so ein, zwei, drei äh, Tiere, die sind fragwürdig, ob sie überhaupt existieren. Ja, die, die gibt es gar nicht. Aber das ist vor allem hier der, die, die, die wie der heißt sie. Tsuchiko? Ja, genau. Die Platschlange. Die Platschlange, die, die, wo ganz ältere Menschen in Japan fest davon überzeugt sind, dass sie existiert. Und ja. die Jüngeren sagen: oh, Bullshit. Ja, so, so diese Kry Kryptiden halt. Ne? Das ist genau. So wie der Chupacabra oder sowas. Ne? Ja, so also irgendwelche Legenden. Ja. Und angeblich hätten die damals so viele gesehen, dass die Älteren glauben, dass das Vieh auf jeden Fall existiert hat und ja, das ist so ein Generationenkonflikt, was das, äh, was das Tier angeht in Japan irgendwie und dann, mhm. das haben sie mit reingebracht so als ich sag mal antikes Wesen und ähm, ja, äh, Serval äh, trifft auf äh, Kaban und äh, das erste ist äh, die erste Konfrontation ist quasi dass Kaper nicht wirklich weiß, was sie eigentlich ist. Serval stellt sich vor, als dass sie ja. nur Servalkatze ist. Und sie treffen dann auch noch auf ein, äh, auf ein Nilpferd und, und auf lauter andere Tiere, die man sich so vorstellen kann. Löwen, äh, Grizzlybären. Die Bubba. halt alle in, in, in so Mädchenform sind. Ne? Also, genau, äh, die alle in diesem... Was, Inter was da dann auch als, als die Friend-Form bezeichnet wird. Genau, das sind alles Friends, also keine mhm. Tiere. Es sind keine Animals, keine, keine Tiere, sondern sind sogenannte Friends. Mhm. Und ähm, die sind eigentlich wirklich allesamt wirklich absolut harmlos und nicht gefährlich. Also nicht gefährlich. Ja, die fressen, von, äh, nicht so, die fressen sich nicht gegenseitig oder so. fressen sich. Weil die ja ihre Japari-Buns kriegen, ihre Brötchen da. <laughs> ja, also quasi kann man kann man das ja auch so sehen. Es ist wie ein Zoo. Ja, und dadurch genau. dass die quasi wie so eine Art äh, Allgemeine Nahrung haben, äh, brauchen die sich nicht gegenseitig fressen, weil im Zoo ist es ja auch so: die, kriegen, äh, die Tiere kriegen täglich Nahrung vom Wertwächter mhm. äh, oder äh, von ihren äh, Wärtern. Und ähm, dann äh, fressen die sich nicht mehr gegenseitig, weil die haben einfach keinen Grund. Genau. Warum soll ich dich jagen? Ich krieg doch jeden Tag äh, fressen, ja. dann bin ich voll und dann, dann brauche ich dich auch nicht mehr jagen, so nach dem Motto. Mhm. Und ähm, deswegen haben die sich da alle mehr oder minder lieb. Und es geht halt auf die große Reise, also Kaban geht zusammen mit Serval auf die große Reise, um herauszufinden, wer zum Teufel sie eigentlich ist, was für ein Tier sie was ist. Was für ein Tier bin ich, genau. Genau, weil sie ähm, auf der Reise äh, äh, kommen sie halt immer wieder an Probleme, die die Friends haben. Oftmals ist es ziemlich banal, manchmal sind es auch ein bisschen komplexere Themen oder äh, Fälle, äh, die gelöst werden müssen. Und äh, Kabern ist halt so die eine, die alle immer beeindruckt, indem sie nachdenkt. Ja, sie, sie ist halt, halt sie ist halt körperlich nicht die Stärkste. Sie ist, mhm. sie ist auch nicht. Aber es fällt immer raus, dass sie eigentlich das in der Natur halt das perfekte Mittelmaß ist. Ähm, aber right. und, und halt auch äh, dieses logische Denken halt hat. Genau. Und, äh, das, Problemlösungsverfahren oder also, da, alles. Da, ich denke, ich denke da also, das ist kein Spoiler, weil das meiner Ansicht nach das weiß man eigentlich schon von Anfang an, dass sie ein Mensch ist. So. Ja, klar, ja? genau. Und ein das kommt auch relativ auch schnell raus, oder, beziehungsweise wird gesagt, so ich glaube, du bist ein Mensch. Ja. Und dann denkt man sich als Zuschauer so, nee. <lacht> ja, <lacht> oh mein Gott, der, der twist. <laughs> ja, genau. <laughs> Aber ja. Bei den Eulen findet sie es ja heraus. Genau. Und äh, zusammen mit einem kleinen Knuffigen, zur Abwechslung mal nicht nervigen und tatsächlich sinnvollen, funktionalen und hilfreichen. Ich glaube kaum, dass ich, 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 ich verstehe es immer noch nicht, dass ich diese Sätze gerade in Kombination mit yeah, dem fucking Maskottchen ja. äh, Charakter äh, kombiniere. Lucky Beast war einfach so hilfreich. Ja. Lucky Beast war einfach so nützlich und ist ja auch dafür gedesignt, quasi. Ja, darauf programmiert quasi. So ein kleiner, kleiner Furby-Roboter ist das. Äh. <laughs> Kunden äh, durch diesen Yapari-Park ja, zu führen. Ne? Ob es jetzt mit diesem äh, Automobil ist oder irgendwelche Attraktionen öffnen oder Attraktionen zu erklären und so weiter. Und ähm, das sind so ein bisschen so alte Roboter, die gebaut wurden, um eben dann Menschen, die da hingehen und sich diesen Japari-Park anschauen, werden da quasi geführt. Die bekommen quasi einen eigenen Roboter, so ein Guide. Und ja, genau. dann Und dann, ja, deswegen gibt es davon auch ein paar. <laughs> Scheinbar. Ja, auf der, auf der, ja immer auf da, wo auf es gerade gebraucht werden. Ne? Genau. Und äh, der reißt äh, dieses das Lucky Beast, oder Lucky auch kurz genannt, äh, das halt mit. Oder Boss, genau. <laughs> und und hilft denen immer. So. Und ja, das ist mal so, das ist mal so die Prämisse. So, ja. Und ähm, wie gesagt, was wir dann herausgefunden haben oder relativ schnell klar wird, ist die Tatsache, dass wir quasi in einem gigantischen Zoo sind, sozusagen, eine Insel, hm? die mehrere, in mehrere ähm, Klimazonen, ja, aufgeteilt, Klimazonen ist. aufgeteilt ist, was schon an sich beeindruckend ist. Ne? Also da musste, ja. Das ist ja auf jeden Fall dann schon mal für uns zumindest ein Zeichen, dass dieses, diese Zeit, wo Cavern mit Server rumläuft und so weiter, also das, das ist der Zeitpunkt, eine ziemlich, ziemlich zukunftslastige ja, ja, genau. äh, Zeit sein muss. Ja, weil schon so Science Fiction in die Richtung. Ne? Mit ja, genau. Schon so ein bisschen ist ja auch so sowieso so dieser Sandstone, der spielt ja auch eine große Rolle da. Das ist ja irgendwie mal aus dem Weltraum gekommen und das hat halt auch die, die Kraft verliehen, quasi die äh, Tiere zu Friends zu machen. Also in ihre anthropomorphe Form zu bringen zu Menschen zu machen. Ja. Waren, also in, im Grunde, sie haben ja gesagt, also dass sie quasi hu humanoid wurden. Ja, ja genau. Äh, als die Tiere äh, dieses äh, Zeug berührt haben, diese, diesen, ja, dieses, dieses Sandstaub aus dem mhm. All. Ähm, was ich am Anfang so super seltsam fand und aber danach äh, absolut geil inszeniert fand, weil zeitlang ist es so, wenn die Charaktere laufen und Staub aufwirbeln oder... Ja, dann glitzert das immer so, ne? Dann glitzert das, ne? Und ich habe immer so gedacht, okay, das ist eine seltsame Oder auch wenn Art, die Vögel Art, fliegen, ja. die flattern ja nicht mit den Flügeln oder so. Die haben dann immer so, so ein bisschen Glitzer, ne? Ja, genau, die haben ja auch nahezu keine Flügel. Dass ja, die genau. Fliegen können macht ja wenig Sinn eigentlich, ja. aber irgendwie kommt immer diese, dieser, dieses glitzernde Regenbogenstaubzeug und ich dachte immer so ja gut anstatt halt Staub zu nehmen vielleicht war es günstiger von der Animation so habe ich am Anfang erstmal mal gedacht mhm. ne? bis das Thema zum ersten Mal angeschnitten wurde mit diesem Sand und dann dachte ich oh mein Gott die haben das von Anfang an so durchgezogen so, ja. so dann hat man zurückgedacht und sich gedacht ach deswegen hat der Sand und alles was aufgewirbelt wurde immer so geklitzert jetzt macht es Sinn diese ganze Insel ist quasi voll von dem Zeug mehr oder ja, mehr. ja genau genau und ähm, ist ja auch der Grund ähm, ist ja auch der Grund äh, weshalb es halt so viele Friends gibt auf diesem auf diesem Ding und die wissen aber alle über sich Bescheid ne? also, die ja vor allem das gibt die, auch es gibt auch viele die die haben ja darüber geredet über ihre Zeit ähm, als sie noch noch in Tierform waren vor allem die Vögel die scheinen ein bisschen mehr zu wissen ja man hat aber das das ich übrigens auch ein interessanter Aspekt mhm also tiertechnisch, mhm. ähm, weil man sagt ja immer von Vögeln, dass sie eine hohe Intelligenz haben im Vergleich zu anderen mhm. Tieren und das ah, finde ich hat, haben sie in dem Anime äh, auch wieder finde ich wunderbar dargestellt. Allgemein muss ich sagen, meine liebsten Tiere da drin sind die, die vogelartig sind. Ich ja weiß ja genau, genau Das sind die amüsantesten Charaktere von allen finde ich irgendwie da, da ja. durch die Bank weg. Ich liebe die Vogel Twins. Die, die, ja die die die, die, die Eulen. Ja, die, ich also ich lieb ich, ich liebe Eulen. Ich finde Eulen einfach so so cool. Ich liebe Ja, sind ja auch, ja. Und und als die zwei aufgetaucht sind, also ich habe immer ich habe immer so Folge für Folge geguckt ne, und dachte so, ah, die ist cool. Ah, die ist aber auch cool. Ich glaube, die sind mein <laughs> neuer Favorite. Und dann kamen die Eulen und dann okay, okay. Ja. Okay. Die Eulen sind's. Die Eulen sind's. natürlich, aber mit, auf dem gleichen Platz ist natürlich auch die Pinguin Idol Group. Weil oh, ja, sind, ja. Da gibt es auch noch so cool. eine süße Geschichte zu. Ja, ja, genau, genau, ah. genau. Mit dem Pinguin im Zoo. Ja, Zimmer. genau. Da hat sich mal, da haben sie eine, eine Promotion-Aktion für den Anime in einem Zoo gemacht. In, allen. In, ja. in vielen Zoos, genau, in vielen Zoos ja, genau. in Japan. Und äh, da haben sie dann halt Charaktere, so Cutouts äh, in die äh, passenden Gehege von den Tieren mit reingestellt. So bei den Löwen, da waren halt Löwen mit drin und so weiter. Und äh, bei den Pinguinen da natürlich auch. Und da hat sich dann ein so ein, so ein kleiner, kleiner äh, Pinguin, der hat sich dann in, irgendwie in dieses, dieses Cutout anscheinend verliebt. Der hat sich nur noch da aufgehalten, hat da immer raufgeguckt und wollte eigentlich gar nicht weggehen. Ja, das war immer ganz niedlich. Und dann haben sie sich, auch als die Aktion dann zu Ende war, haben sie sich dann entschieden, das, das drin zu lassen. Das war ja, eigentlich ist es ja voll die traurige Geschichte. Eigentlich ja, ja, ja. War, weil dieser, dieser Pinguin, das war halt, war halt schon ein älterer Herr, so, ne? Ja, ja, genau, um, genau. Und der um, hatte, hatte seine, seine erste Partnerin, hat er irgendwie verloren gehabt. Also. Verloren, die ist gestorben. Mhm. Und äh, seitdem war der halt, und das ist halt krass, weil das. Also gerade ähm, habe ich nachgelesen, bei Pinguinen ist das wohl ein großes Ding. Das heißt, wenn die Partnerin Ja, stirbt, die, die bleiben, äh, bleiben ein, ein Leben lang bleiben die zusammen, ja. Genau, die, die, die sind dann, also der ist dann Single mhm. und der ist dann aber auch depressiv, ne? Also mhm. das, das zieht diese Tiere dann runter. Und ähm, diese, die Pinguine sind wohl so emotional empfindlich, dass das auch nicht mehr irgendwie besser wird. Das mhm. heißt. Die meisten Partnerpinguine sterben auch relativ früh. Ja, die fressen nah dann nichts mehr und. Genau, und dieser, und dieser diese, diese Stand, also dieses von, von diesem einen 5 p oder wie man das auch nennen mag, von hm. dieser idol oder von diesem Pinguin. 5P. Ähm, <laughs> <Five Piece. lacht> die haben ähm, dieses, dieses äh, Cutout-Board, das hat ihn so fasziniert und er hat sich. Vielleicht hat er sich zurückerinnert an, an seine Partnerin oder er hat sich nochmal neu verliebt oder was auch immer, man weiß es ja nicht genau, aber auf jeden Fall war der diesem, diesem Cutout so treu, so mhm. absolut treu, der hat die anderen Pinguinen komplett ignoriert, die waren auch alle jünger, er ist was. So ja, ja, genau. Und äh, die hatten alle wahrscheinlich ihre Beziehungen oder sowas und er. Das ist doch so ein bisschen so ein. Also, das ist, war halt auch klar, irgendwo, dass das Otaku in Japan so total. Äh, emotional berührt, weil das einfach eher ja klar ist, so relatable, so. ne? Das ist ja genau <laughs> so. Ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Niemand will dich in, in Real Life sozusagen. Also geh die 2D Route so nach dem Motto. Da kann man zwar drüber Witze machen, aber gleichzeitig ist es auch sehr melancholisch und traurig. Ja ja ja. Dass der Pinguin da quasi im Grunde gesagt hat so, ja ich kriege eh keine mehr ab so äh, nach dem Motto und äh, guck mal die, die, die ist doch süß so nach dem Motto. Ja ja. Und das, witzig, dass ein, also dass so, so eine Zeichnung selbst einen Pinguin dazu bringt, sich zu verlieben. Ja, ähm, dass, dass das so auf ihn auf ihn wirkt. Ne? Das ich, ich muss da bei sowas, gerade bei so, also das finde ich halt echt beeindruckend. Ne? Und da muss man auch sagen, da muss ich immer wieder dann an diese Erklärung von äh, hier äh, aus Genshiken äh, denken. Jetzt habe ich so ein Schinken gesagt. Ja, ja, Gen Schicken, ja. mit, dem, mit, dem, mit dem Beispiel, mit der Zeichnung, ja. Mit der Zeichnung, genau. Was, was du draus machst letzten Endes, ne? So, oder beziehungsweise, dass man einfach in Zeichnungen oder in... Das ist im Grunde auch das gleiche Beispiel wie mit ähm, Mondkratern oder sowas, dass man da Gesichter drin sieht. Ja, oder das so. da, dafür ist der Mensch ja auch sowieso. Und anscheinend ja nicht nur der Mensch ist darauf ja irgendwie... Äh, hier äh, wie, wie nennt man das äh, geprägt ne? Tiere das die ja... richtig gut sehen können haben mhm. halt die Aneignung, dass sie eben halt Dinge die sie nicht kennen oder mit nichts anfangen können eben versuchen äh, Dinge die sie kennen ja in wir interpretieren Richtung. das ja auch genauso ne? wir sehen Augen Augen Mund und Nase oder so und dann ist das für uns das ein Gesicht und ich denke mal also auch vor allem so, so ist ja wieder Vögel sind ja äh, Pinguine sind ja auch bekannt dafür sehr intelligent zu sein mhm. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sie so einen ähnlichen Effekt haben können. Ne? Ja, und äh, ja, ich meine, es ist halt leider so, wie, es war klar, sage ich mal, in den, den Wärtern war es auch klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis halt auch unser aller Lieblingspinguin dann halt gestorben ist. Ne? Der war dann ja. halt auch weg. Er war und, ja auch schon, schon älter, was war er? er war schon schon über 30 war er, glaube ich. Weiß naja, ich find, nicht, aber über, über, auf jeden Fall in den, in den, in den 20ern ja, und für einen Pinguin ja, ist, ist das schon alt. Ist das alter Opa, ja. ja. Und äh, der ist dann auch äh, von, von gegangen und ähm, ich, ich, ich muss sagen, da, da werde ich jetzt gleich gerade ein bisschen wieder emotional, weil die, die Leute, die den Pinguin dann auch so verfolgt haben auf Twitter und so weiter, mhm. die, die, äh, die haben dann so viele schöne Fanarts gemacht. Oh, das war so süß, ja. Oh, mit, mit so, dem, mit, mit, auch mit dem Charakter hier, Hululu, mit dem Pinguin-Charakter Genau, oder? wie sie so in den Himmel aufsteigen oh, ja. und, und ähm, ich weiß noch, äh, irgendeiner ich, also mehrere Leute so auf Twitter ich, ich weiß noch, wie so Leute geschrieben haben kann ich mich noch wirklich dran erinnern, äh, als wäre es gestern gewesen, dass die Leute dann geschrieben haben sowas so, es äh, ist nur ein verdammter Pinguin, warum, warum habe ich Wasser in den Augen? Ja, so nach, genau. So, ja. Das, hat, das hat manche so berührt, diese Geschichte und die ist auch wirklich schön. Und das ist so, <laughs> das finde ich halt immer krass, wenn ein Anime sowas bewirken kann. Also ja. so Real-Life-Geschichten quasi noch, die man erzählen kann, noch zusätzlich. Da, das sagt einiges aus, finde ich. Ja, definitiv, das. ja. Und, und jetzt mal noch was anderes, weil ich kann das absolut verstehen. Wirklich. Ich bin da komplett ins kalte Wasser gesprungen. Ich kannte <laughs> das vorher nur, nur so im Ansatz. Ich glaube, ich habe mal so die ersten paar Minuten aus der ersten Episode mal irgendwann gesehen, habe es dann aber nicht weiter verfolgt und habe jetzt einfach noch mal gedacht, ja, ich wollte es ja irgendwann noch mal richtig neu beginnen und noch mal durchziehen. Und ich muss halt sagen, ja, das CGI hat, hat oft Stellen im Anime, da sieht es einfach, ich kann es nicht anders sagen, deutlich aus. Dörpig. Ja. Derpig. <laughs> derpig. Ähm, ja. Ein, ein Vorteil hat es, also die Gesichter und die so Weise, die, die bleiben auch relativ gleich, die Animationen ja. der Gesichter, also die Emotionen. Und sie haben es im Gegensatz zu vielen anderen Land. CGI, haben sie das Blending wirklich geil hinbekommen. Also dass die Hintergründe mit den Charakteren aufeinander passen. Das stimmt. In, in, in ähm, wenn die Charaktere nah rangezoomt sind, wohlbemerkt. Mhm. Aber wenn es dann zu zum Beispiel Rennanimationen. Ja, 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 ja. dann das leiden die gern mal auf dem Boden rum und so, ne? Ist es ist im Grunde einfach nur eine Laufanimation und man hat während der Charakter quasi diese hat Laufanimation. man den Hintergrund man bewegt. Den Hintergrund bewegt oder den Charakter einfach so, so, wie, so ein, wie so ein Geist, der auf dem, vom Boden schwebt, einfach so irgendwie <laughs> in eine Richtung. So, äh, hier so wie die Szene aus Tyros äh, Reise ins Zauberland mit den Türen, weißt du, so ein bisschen so. Ja, 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 ja genau, genau. <laughs> Und ja, das sieht super strange aus manchmal. Aber, und jetzt kommt mein Aber, ich hatte irgendwie voll kein Problem damit. Nee. Ich weiß nicht, was es ist, was die gemacht haben und warum das. Ich glaube, zum einen ist es ein bisschen so im Kopf so, dieses, ist es ist für Kinder gemacht, ja. Nee? Da, da hast du irgendwie einfach schon von vornherein nicht diese gigantische Erwartungshaltung. Ne? Niemand, niemand schreit Quasi oder sagt, oh, was eine hässliche Animation oder sowas, wenn es heißt, ja, guck mal, das ist Dora the Explorer. So, ja, ist es halt einfach nicht der Sinn dahinter. Das muss nicht krass high level animiert ja, sein. Ja, ja, genau, genau. Und in erster Linie ist es halt auch für Kinder gedacht und bei Kinderserien oder also Animationsserien wird das sehr, sehr oft sehr simpel gehalten, wie wir ja alle wissen. Mhm. Ähm, Gerade so diese, wenn ich da so äh, zurückdenke an äh, Bob, der Baumeister. Ja, oder du kannst ja davon ausgehen, dass ein Kind jetzt nicht da sitzt und deine Technik erstmal kritisiert. Die sehen <laughs> erstmal nur, oh, guck mal, da sind die bunten Farben, die Charaktere, die sehen alle, alle freundlich aus. Und äh, genau. da, da wird er jetzt nicht sitzen und äh, so, 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 so ein Fünfjähriger da und dann, mh, ja, das CGI, das hätte man ja ein bisschen besser blenden können. Äh, ja, äh, ja, der dieser Effekt da vorne, der, der, der hat auch ein bisschen geklippt und so. Nee, 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 das ist, <laughs> kann ich mir nicht vorstellen. Schreib eine Morddrohung an <laughs> <die Studio>. Genau. <laughs> so, so, Messer so. noch rein. Ja, so. genau. Post so So richtig geschwollen gesprochen, so. Ja, natürlich, natürlich. Und es ist halt auch, wie gesagt, in meinen Augen ist es deswegen, also nicht nur wegen dem Budget, sondern auch wegen dieser ganzen, es ist für Kinder-Thematik ähm, einfach so simpel gehalten, weil das einfach auch nicht die Augen anstrengt. Ähm, Action ist nie überladen, sodass mhm. du irgendwie das Gefühl, oder wenn irgendwas passiert, äh, dass es irgendwie. Jetzt irgendwie überanstrengend oder wahnsinnig spannend ist oder sowas. Nee, nee, es ist alles relativ simpel gehalten. Der mhm. Spannungsbogen ist nie äh, so, dass man jetzt sagt: Oh mein Gott, ich, ich fühle mich. Man äh, merkt ja, man hat ganz früh, ganz früh wurde ja <laughs> auch klar gemacht, dass die Friends sich jetzt, bis auf mit diese, diese paar Gegner, über die wir gleich noch reden, da die auftauchen, ähm, mhm. dass es da so gesehen nichts Gefährliches gibt. Die können sich nicht, nicht wirklich verletzen oder so. Ähm, hat man ja gesehen, da die, die erste Zeit, wo sie da zu dem Café da hochgeklettert sind, da ist Servil mal einfach vom Berg runter geflogen, aber das hat ihr anscheinend nichts getan. Mhm. Da hat sie dann nur gesagt, ja, da bin ich, bin ich einfach ja, ganz wieder nach ganz nach unten gefallen, aber dann bin ich einfach nochmal wieder hochgeklettert. <lacht> <lacht> genau. Also ja, ähm, ich, ich kann es ich kann's, wirklich, das ist, so, das ist so eine Serie und ich kann es nicht mit dem Finger drauf zeigen, warum. Aber es hat mich nicht gestört. Ich habe im Gegenteil, ich habe sogar irgendwann mit dem CGI gelebt und ich fand es ja. an manchen Stellen sogar irgendwie super passend. Fand ich auch, genau. Um, ich mochte äh, es, dass sie es trotzdem geschafft haben, trotz dieser steifen Animation stellenweise, trotz diesem ja eigentlich permanenten CGI quasi 3D-Charakteren, trotzdem geschafft haben, den Charakteren Emotionen ins Gesicht ja, zu bringen. Ja, ja, ja. Ich meine, damit steht und fällt meiner Ansicht nach ein Anime. Das ist wenn ja auch das, was wir, was wir meinten, Ex-Arm, eines der größten Probleme, ja, das er hat. Ja, Emotionen sind einfach nahezu nicht vorhanden. Ja, das ja, ja genau. Und in einem Anime oder Anime und Manga allgemein, die ja so sehr von Gesichtsemotionen leben, das ja. ist einfach ein Teil, was Anime ausmacht und Manga. Und wenn du das wegnimmst, dann hast du einfach nur eine, eine sehr sterile. CGI-Produktion, die vielleicht ein Fan mal gemacht hat, der sich am, irgendwie mal mit einem 3D-CGI-Programm auseinandersetzt, zum ersten Mal so. Äh. Aber für ein Studio, das das produziert und rausbringt, wäre das ein absolutes Todesurteil, weil man sagt ja auch zu Recht, hey Leute, ähm, keine Ahnung. Weißt du, also ja. ich kaufe, ich bezahle euch nicht, ne? Ja, ja. Es ist Weil ja auch bei Kemono bei Friends, kann man sagen, die hatten so ein geringes Budget, das kannst du schon kannst du schon auf äh, eine Fanproduktion fast beziehen. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt mit XA vergleicht, die hatten hammer viel Kohle zur Verfügung und das ist ja das Traurige daran, dass die Traurig. da so Müll abgeliefert haben mit dem, was sie zur Verfügung hatten. Ja, aber, aber trotzdem kann man nicht sagen, dass es. Also, also ich tue ich tu mich da wirklich schwer. Also, Kevin No Friends hat kein gutes CGI. So, ne? mhm. Das muss man muss man halt auch sagen. Es ist aber trotzdem ein CGI, das irgendwie funktioniert. Ja. Und wenn man, wie gesagt, Da, da, da wenn steckt Herz man, drin. Das, das genau, merkst du genau. richtig. Irgendwann sagst du einfach, das ist jetzt halt einfach so. Ja, ne? das, ja genau. Das ist jetzt einfach so. Und wir, wir leben damit und das funktioniert. Und irgendwann blendest du das komplett aus, dann ist es, also wirklich, ich habe irgendwann gar nicht mehr darüber nachgedacht, mhm. das war einfach so, das ist, ich habe da nicht mehr hinterfragt, es gab ein paar Kampfszenen, wo du es dann wieder dezent siehst und merkst, ne, mhm. aber, also gegen Ende, aber ansonsten, muss man sagen, tue ich die Bank weg, irgendwann habe ich das einfach ausgeblendet und ich habe es einfach nur noch genossen, apropos, ja. ich habe die Serie genossen, die ja. war einfach lieb. Die war einfach total liebevoll. Die Charaktere waren ist zuckersüß zueinander. Es war einfach immer so eine schöne Episode, wo irgendjemand irgendein Tier Probleme hat und dem wurde, äh, in ein Friend äh, Probleme hatte und dem wurde dann geholfen. Zwischendrin hatten wir dann immer mal wieder dieses, ach ja, äh, von irgendwelchen echten Zoowärtern in der Welt, japanisch. Ja, ja, genau, die so ein bisschen was über die Tiere erklären, ne? Kanadisch und so, genau. Äh, dann immer was über die jeweiligen Tiere aus der, aus dem, aus der Folge erklären. Und. Das war echt so eine Mischung aus, oh, wir lernen was über Tiere, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Äh, mhm. Plus äh, schönes Slice of Life mit knuffigen Charakteren, die, wie gesagt, ein paar Gags miteinander äh, durchziehen, ein paar Anspielungen auf die Tiere selber. Das mochte ich ja auch ganz gerne, ja. dass man quasi die, die, die echten Tiere und die Charakteristik der Tiere quasi auf diese menschlich werdenden äh, Friends quasi überträgt. Zum Beispiel enorm aufgefallen ist mir das zum Beispiel beim Löwen. So. Mhm. allein die Gestik, die der Löwe die ganze Zeit macht, wenn er wenn er wenn sie sich hinlegt. Ja. Dieses dieses mit der mit dem mit dem Fuß mit, mit der Pfote so scharren. Ja, 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 ja. Oder ich, das Erdmännchen auch genau, ja. Und auch dieses ich meine, Löwe ist majestätisch und ja. Löwe kann zupacken und kann eine richtige Killermaschine sein, aber die Serie es ganz gut dargestellt. Im Grunde die meiste Zeit über sind Löwen scheißfaul. Ja. Vor allem männliche Löwen, ja. <laughs> und, 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 und so Sachen, so kleine Details, die man, wenn man dann so aufpasst, ist, es ist so super. Oder, oder Tsuchinoko, ähm, das ist absolut genius. Weißt die, du, du hast gemerkt, von wem sie gesprochen wurde, ne? Ich, 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 kannte, ich kannte es, aber ich... Kobayashi Yu. Ah, okay, ja, ja, okay. Die, die, die Schreikönigin. Ja, ja. oh. <laughs> und verwechselbar, habe ich gleich, gleich beim ersten Wort gemerkt. <laughs> stimmt, fantastische Seeo. Äh, ja, ja, stimmt. Die hat auch dem Charakter, ich, ich muss auch echt sagen, der Charakter hat halt echt durch ihre Stimme nochmal. Also ja. ja, es, es passt ja auch so. Du hast, ein, du hast ein Tier, was, was, was keiner so wirklich glaubt, dass es dass es, es gibt. Und äh, das ist das bedeutet ja darauf hin, wenn es sie gibt, diese, diese Schlange, dass die sich nicht gerne zeigt. Und genau, äh, dass, und, sie, dass der die der Menschen eigentlich gar, nicht, gar nichts mit dir zu tun haben will yes yes und das passt halt so gut weil sie immer wieder irgendwie so um die Ecke guckt und man sieht vielleicht nur den Schwanz und ja ja genau oder so, so ein bisschen so geh weg ja. <laughs> und das mit der Stimme von Kobayashi Yu wie du sagst geil das, das, das habe ich wie gesagt als ich es gehört habe habe ich gedacht damn diese Stimme, die ist so viel besser als alle anderen, die man bisher gehört hat. Ja, da, da, da waren auch, das ist auch einer von den wirklich Einbar profession <laughs> professionellen Serios da drin. Ne? Ja, ja, definitiv. Die hat, mhm. die hat das Geld geschluckt, das glaubst du aber. Ja. Äh, aber wie gesagt, der Charakter, der war es auf jeden Fall wert, der wurde da durch sie auf jeden Fall geil. Aber allgemein, die Charaktere sind alle so alle so toll und das war jedes Mal so ich, ich habe keinen davon nicht gemocht und das war irgendwie immer so ein oh, was bist du jetzt für einer und und auch so die Sache, die Character Designs, ne? Die sind, also normalerweise wäre das ein Character Design, wo ich sagen würde, oh Mensch, habt ihr euch aber Mühe gegeben, ne? Oh, das ist ein Anime-Mädchen und die hat einfach Ohren von dem Tier und dann hat sie einfach ein Outfit. Die, Klamotten, die Klamotten machen das genau. ganze tierische, ja, genau. Genau, die Klamotten machen das ganze Tier, Mensch, da habt ihr euch aber richtig Mühe gegeben im Design. <laughs> aber ich muss sagen, ähm, es ist eigentlich ist es billig, ne? Ich würde bei allen anderen Serien würde ich sagen totale billow Character Designs so. Aber irgendwie fand ich die voll cool in in diesem. In vor allem, vor allem die haben immer so Charakteristiken auch gehabt, ne? Dass die ähm, zum Beispiel die ganzen äh, Katzenleute, die hatten mhm. dann in ihrer Kleidung äh, was irgendwie was irgendwie zum Beispiel eine Fliege an oder sowas. Ja genau, richtig genau. Ja. Äh, und bei, dem, ich fand, bei den Pinguinen fand ich es am krassesten so. Das waren ja alle unterschiedliche äh, Pinguine. Ja, ja, genau. So. Und die wurden ja alle quasi, also die, die Haare-Designs und so weiter, wurden ja angelehnt an die echten Pinguine, wie mhm. sie halt aussehen, so kopftechnisch. Und <laughs> wenn man die mal vergleicht, so die echten äh, Pinguine und die, die Charaktere, die daraus wurden, ey, das ist so cool designt. Ich liebe das auch vor allem, wenn, wenn diese. Ja wenn man diese anthropomorphen Designs macht und sich so überlegt, okay, das ist Schnabel, aber pass auf, was wäre, wenn das jetzt kein Schnabel ist, sondern wenn ich dir als Anime-Girl umsetze? In ist die Haare rein, Haare. ja. Ach, so. Ja, genau. Das ist geil gemacht einfach. Ja oder auch hier bei bei, bei hier dem, dem, dem roten Ibis äh, Toki, Oh ja. Auch, äh, zum auch Beispiel, super. die haben ja so ganz ganz äh, rote schlackige Beine und dann hat sie einfach eine rote Strumpfhose an. Ja. <laughs> Ja, das war auf jeden Fall äh, mega. Auch das Ende fand ich immer cool ähm, mit den Pinguinen. Mm. Ähm, we weißt du, was ich mochte daran? Ich hatte irgendwie das Gefühl, die haben so, so ein Semi-Skript bekommen. Ja, die, hab, die haben einfach nur, nur miteinander da wahrscheinlich in der, im Aufnahmestudio gesessen und sich dann äh, gab irgendwie so ein paar Hints gekriegt, worüber sie reden sollen, aber dann haben sie drauf los losgeredet. Ja, ne? Irgendwie, ja. die hatten auch so eine gute Synergie. Ich habe irgendwie so mm. das Gefühl gehabt, Entweder die hatten schon öfter mal Projekte miteinander oder das war tatsächlich irgendwie eine, eine, idol, eine, Group, eine ja. idol Group oder sowas. Aber auch wie die so miteinander geredet haben, musste ich so total straight direkt, also so die Art, wie sie miteinander reden oder sich aufziehen und so, ey, hey, tut nochmal, mhm. so, so, äh, Muss ich direkt an, an, an uh, VTuber denken. Instant. So. Ja. I Im Grunde. Ah, jetzt, jetzt sehe ich hier. Ähm, Im Grunde waren das VTuber ja. am Ende. Kannst du, mir nicht, kannst du mir nichts anderes sagen? So wie die, die miteinander interagiert haben und so. Du hast was rausgefunden? Sagt dem Milky Holmes was? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Die, die äh, Idol-Group gibt's ja wirklich. Und die meisten Member von dem Pinguin sind, so wie es scheint, von denen. Ah. Ist also, eine, also zum Großteil eine Idol-Group. Das Ja, das macht dann erstaunlich viel Sinn. Mhm. Und ja, ähm, so die Frage ist jetzt: Also, ich glaube, wir müssen einen Spoilerbereich machen, glaube ich, oder? Ja, das ja, schon, ja, ja, ja. Sollte man schon machen. Also, mal, dann, dann äh, gucke ich mal kurz. Okay, so 40, 44 Minuten, alles klar. Ja, dann würde ich erstmal sagen, ähm, für die Leute, die jetzt Bock haben, schaut es euch mal an. Das ist wirklich cool. Es gibt auch Manga hierzulande bei Tokio Pop. Gebt, gebt, die zwei die, gebt ihm bitte eine sind. Chance, genau. Mhm. Zur, zur Not könnt ihr auch, oder wenn ihr eher so der Manga-Typ seid, könnt ihr das auch mal gucken. Oh, muss ähm, ich mir auch noch mal holen. Ich habe es mir direkt bestellt danach. Oh, sehr gut. Und äh, im englischen Bereich gibt es auch noch eine Anthology, die vier Volumes geht. Oder zumindest momentan. Ich weiß nicht, ob es länger geht noch. Ähm, die heißt Kimono Friends à la carte. <laughs> und es hat gesagt, das ist eine Anthology. Also, das heißt, hm? äh, da tun viele Mangaka, irgendwie bekannte wie auch nicht bekannte, irgendwie so ein Chapter immer quasi, in, quasi spenden. So einfach hm? in Geschehnisse in, auf, der, auf der Insel von den Friends. So. Ja, cool. Und es geht vier Bände und es wird wahrscheinlich sehr Comedy-lastig sein, so wie die meisten sind. Ähm, aber ja, da werde ich auch mal in Zukunft reinschauen. also es, Aber gibt es nur dann auf Englisch. Ja. Ich habe. Drei, drei Plaschies davon, die sind auch mega gut. Ohne, ohne Scheiß, ich habe auch direkt gedacht, okay, ich brauch, ich brauche ein am, am besten, ich möchte gerne, ich möchte gerne, die, entweder ein Pinguin hm? oder vielleicht sogar alle Pinguine. Ja, die, die brauche ich auch noch. Ähm, ich habe, ich habe hier ein Serval, ein Pinguin. Kaban und äh, Toki, e also den roten Ibis. E oh, ja, ich. natürlich. Aber ja, ähm, kurz bevor wir äh, enden, ich habe äh, da noch gesehen, irgendwann wird dann so die, die Top 10 gehalten, so wie es meistens in Magazinen ja. ist: Top Ten Kemono Friends. Und es ist so lustig, wie im Grunde eigentlich diese Top 5 eigentlich fast nur aus Charakteren besteht, die am Anfang vorkamen. So. Mhm. Das hat die meisten irgendwie scheinbar. Nachhaltig irgendwie beeindruckt, sage ich mal. Ne? <laughs> also, Ibis war irgendwie, glaube ich, auf Platz 3 oder sowas. Ja, die ja. Hauptcharaktere auf den ersten zwei Plätzen, das ist ja meistens so. Äh, und Ibis war dann, glaube ich, auf Platz 3 oder sowas. Und äh, äh, hier Dings. Äh, der, der, graue, der graue Vogel, der im Grunde eine Art zu so nichts in der Episode macht. Ach also ja, hier, Film, Schub, Schubel, Schubel. Schubel, genau. Der war, glaube ich, auf Platz 5. Oh, die, dachte, war, die war auch gut. Wieso? Ich, <laughs> ich, fand, ich fand die irgendwie ich niedlich. Ja, ja, aber die hat ja nichts gesagt. Und eigentlich ja. in dieser Episode so nichts Und immer nur, immer nur dachten die, die gucken böse. Mega, aber. Obwohl aber, das ihr allgemeiner Gesichtsausdruck halt war. Und, ja, das ist auf jeden Fall. Also er hat auf jeden Fall Plü Plüschi-Potenzial, das ist auf jeden Fall Fakt. Ja. Und äh, vielleicht auch Figurenpotenzial. Muss man mal schauen, was da die Zukunft so bringt. Aber ich muss sagen, ey, ich muss sagen, ich, ich, ich muss sagen, also wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt mittlerweile ehrlich bin, muss ich sagen, gehört es jetzt schon zu meinem Top-Lieblings-Anime. oh geil. Ich, ich, ich weiß nicht, was, was da passiert ist, aber ich hatte so eine gute Zeit, das muss man festhalten. Episode für Episode geguckt. Und ja. ich habe nur eine gute Zeit gehabt. Ich, ich habe mich danach richtig wohlig gefühlt und ich habe mich so gefreut auf zwei Sachen immer. Und das ist auch selten. Ich habe mich so gefreut auf das Intro, auf das Opening. Ja. Jetzt da kannst du richtig la mitsingen, la ja. <laughs> genau. ja. genau. Ja, Ja, genau. Come to the, the park. Mega geil, mega der Ohrwurm. Aber auch geil musikalisch umgesetzt. Ne? Also ich mag dieses. Das dumm, 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 dumm. ist auch so was, was ja, du dir was du dir ja. immer wieder angucken kannst, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder so. Absolut, absolut. Und das Ending fand ich auch geil, weil das das hat ja schon so ein bisschen so Foreshadowing oder sowas. Mm -hmm. Also was heißt Foreshadowing nicht? Aber das, das, das hat einen ganz anderen Stil gehabt wie das Opening. Hat trotzdem funktioniert und vor allem es hat mich an meine alten Tage erinnert, ähm, wo ich äh, äh, Yui kennengelernt habe. Sagt dir Yui vielleicht was? Ja, die Sängerin, ähm, die hat, ja die Sängerin, ja, äh, ich habe die absolut geliebt, ich liebe sie heute noch, also ihre alten Werke halt, ich habe da noch zig Alben von ihr hier mhm. und äh, die hat mich einfach was so J-Musik angeht äh, wahnsinnig geprägt und ich habe ihre Songs immer geliebt, weil die immer so eine Mischung aus ähm, die, die waren immer cool, also so mit der Gitarre, mit der, äh, der mhm. äh, Akustikgitarre immer cool gemacht, aber gleichzeitig hatten die immer so, so einen leichten melancholischen Touch. Ja, so. ja, genau, genau. Und das war die so... so Regentagsmusik so ein bisschen. Ja genau. Und dieses Ending ohne Scheiß, das hätte, also ich finde, also als ich es das erste Mal gehört habe, dachte ich, okay, das könnte halt wäre das damals der Fall gewesen, wäre das gewesen, so also mm -hmm. keine zwei Meinungen. Und das habe ich halt auch geliebt. Und ich habe wirklich Intro und Outro immer angeguckt. Ja, immer. hatte ich aber auch ja immer. Und äh, das ist selten. Das muss ich auch dazu sagen, weil äh, normalerweise bin ich irgendwann der Skipper. So und ja dann klar. Dann. dann erstmal gut, das hast du jetzt schon drei vier Mal gehört. Und Wenn's man, man nicht richtig bei kriegt, manchen ist, Sachen, wenn es auch nicht so richtig fruchtet, dann ja. äh, vielleicht schon nach dem ersten Mal. <laughs> genau. Und, und ja, also auf jeden Fall, es hat mir so viel Spaß gemacht und so viel Freude. Das kann man einfach sich angucken. Und, und ja, ähm, noch eine kurze Frage, die ich persönlich hätte. Ähm, guckt man sich Teil 2 an? Ich habe es noch nicht gemacht. Okay, okay, ich werde es aber wahrscheinlich mal irgendwann mal eine Chance geben. Ich bin ja. halt immer noch so im Zwiespalt, weil die haben ja, ja Tatsuki rausgeschmissen. Das ist der Director und der, 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 der Schreiber von dem originalen Anime. Und viele Fans sagen auch, es wird dem nicht gerecht. Weil der neue Schreiberling, den sie da angeholt haben, der macht sich zwar anscheinend Mühe, aber. Der kriegt nicht das hin, was, was Tatsuki geschafft hat. Ja, das ist doch immer blöd. Das ist einfach, äh, schmeiß den den die den Gottfaser sozusagen. Ja, das war, das war eine dämliche Entscheidung. Das haben sie hoffentlich auch bereut. Ja, sie haben, also ich habe nur gehört, dass sie in irgendeiner Episode ihn noch mal hergeholt haben. Mhm. So, dass er da irgendwie für eine Episode zuständig war. Aber das hat die Fans dann auch nicht mehr beeindruckt. Äh, so, nach dem Motto, es war einfach dann nur so: Ja, ihr wollt jetzt euch irgendwie reinwaschen, aber ihr habt es halt einfach verkackt, ne? Mhm. Ähm, und in, das war auch wieder so eine, äh, das war so ein bisschen so eine typische japanische Sache, wo du, also wo du als jemand aus dem Westen denkst, wegen so einer Lappali. Ja, du, so ein Vertragsbullshit, ne? Das war ein Vertragsbruch, der war einfach lame, weil der hat einfach, ich glaube, das war einfach so eine Twitter-Sache, dass mhm. er einfach, ähm, also quasi äh, Bilder und, und, und Konzepte oder sowas, hat er dir halt, äh, also die auch nicht mal gespoilert haben oder sowas. Nee, nee, nee. Nur so, so, quasi so Work in Progress mäßig, ne? Genau, hat er einfach äh, quasi äh, hochgeladen, so als kleiner Beilage zu seinen Tweets immer so. Die Leute haben das gefeiert, dass sie immer mal wieder was gesehen haben von dem Projekt oder von, oder wie es gerade mittendrin ist und so weiter. Und ähm, eigentlich durfte er das ja in irgendeiner Form. Aber. Bestimmte Sachen durfte er nicht, obwohl die eigentlich, wenn man die, also ich habe die mal geguckt, da ist nichts nichts davon spoilert in irgendeiner Art. Das ist einfach mm -hmm. nur Demokratie-Bullshit, wo einer einfach sagt, das ist einfach die Regel und du hast sie gebrochen, es ist egal wie schwer, wie Ja, so. so wie wir das manchmal auch bei, bei VTubern sehen und so weiter. Ne? Genau. Und ihr Vertragsbruch so. Und selbst die Japaner, also die Otaku, die ja dann äh, steil gegangen sind bei Kimono Friends, äh, quasi mehr als die Kinder. Ja. Und ähm, die haben dann gesagt, oh, also selbst oh, die, 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 waren, die waren so sauer, da gab es eine richtige Bewegung hier. No Tatsuki, no Tanoshi, also kein, äh, ohne ihn keinen Spaß, ne? Und ja. ähm, oh, die haben das, das Wort boykottiert, ohne Scheiß. Ähm, Deswegen bin ich da immer noch ein bisschen. Äh, ja. Aber es gibt auch äh, Sachen, die habe ich da auch noch nicht angeguckt, zum Beispiel diese ganzen. Äh, ONAs, ne? diese hm. Side Stories und äh, OVAs gab es auch noch. Also es gab noch so ein paar Sachen so für die erste Staffel, hm. äh, so, bevor es Camino äh, hey Friends 2 quasi kam. Und ja, da muss ich, muss ich auch mal irgendwie Ausschau halten, ob man das irgendwo noch findet. Kleiner Fun fact übrigens, Camino hey Friends gibt es wurde nirgendwo lizenziert. Und ich denke mir einfach nur so, was zum Teufel? Jetzt, jetzt mal, okay, jetzt mal ohne Scheiß, da werde ich wütend. Camo No Friends ist einfach der Anime, wo ich mir beim Anschauen gedacht habe: Ey, hätte ich jetzt einen kleinen Bub oder ein kleines oh, Mädel. Ja, dachte ich, ich auch. Ich würde das absolut zeigen. Das mit einem deutschen Dub. Ja, ja 100 gerecht, kindgerecht. Oh mein Gott, wäre das toll. Das wäre so es toll wurde gewesen, nicht ja. nicht lizenziert in Deutschland. Es wurde ne. nicht lizenziert im englischen Bereich. Jedenfalls habe ich nichts gesehen. Nee, ist er leider nicht, nee. Und dann denke ich mir einfach nur so: oh Leute, das, das, das ist ja wohl. Das ist das, ja ich ich, ich hätte es ich mir so vorstellen können, dass die das sogar auf RTL 2 oder so damals gemacht hätten. Ja, oder von mir aus irgendein Kinder, Kinderprogramm. Oder ja, ja, so. genau, genau. Kika, kannst machen. Das ist halt so schön harmlos und, und lieblich und, und ja. alles. Und und, das ist, also, also und vor allem, das nicht. ist es ja wieder. Ne? Ähm, das ist ja wieder das, das hat ja, ich habe ja gesagt, das ist zum Cold Classic geworden. Ähm, auch in Japan hat es eine mega starke Fanbase immer noch. Äh, obwohl obwohl das Game. Kaum Kampen, auch, kaum einer. So. Ja, obwohl das Game halt so gefloppt ist und mhm. dabei kommt es wirklich. Ähm, für anime verhältnis ist da wirklich absolut null äh, edgy-Content. Na, gar kein Null. Nee, absolut Hool überhaupt ja. nicht. Nee, also, gut, die Charaktere, die, die haben vielleicht mal Brüste oder so, aber auch nur, weil es weibliche Charaktere sind, klar. Aber jetzt nichts, ja, was, was darauf betont ist oder so, ne? Aber es ist irgendwie traurig, dass man das schon sagen muss. So ja, das, ja das, ist, die, das ist echt traurig. Die Barsch ja. Tiere haben Brüste. Die ja. Keinen, keine Triggerflecken. Nee. Das ist normal bei Frauen. Ja, ich weiß, ja, ja. Das ist Crazy, crazy. Aber <laughs> die haben so Wölbungen vorne. Ja. Das, ist, das ist verrückt. Das ist so <laughs> irgend, irgendwas Biologisches. Oh, das darfst du ja auch nicht sagen. Scheiße. Okay, äh, äh, guter, guter Zeitpunkt, um äh, aufzuhören. <laughs> ähm, ja, ich, wir wollten noch in die Spoiler-Ecke reingehen. Ja, aber ich muss, muss, muss gerade ehrlich über, überlegen, ob wir überhaupt irgendwas groß. Fällt dir, noch, fällt dir was ein? Ja, eigentlich halt nur das Ende, ne? dass das halt ein bisschen Richtung Mindfuck geht, aber auch nicht so doll. Ja, also das Ende, wie gesagt, hab, hätte ich halt auch gesagt, ist halt für Kinder ein bisschen spannend. Sehr spannend, wahrscheinlich, weil das ist schon. Für, für ältere Kinder wäre es wahrscheinlich kein Problem, das geht so. Das ist kein Problem, genau. Ja, genau. ja ich würde ich würd einfach, würd einfach nur zwei Sachen sagen für die Leute, die es gesehen haben. Ich denke, das ist, das ist fair. Ich werde es so kryptisch halten wie möglich. Mhm. Ähm, also, wir, wir haben ja kurz angeteasert, dass, oder beziehungsweise, das Krieg kommt ja gleich in der ersten Episode. Es gibt so Monster teilweise in dieser Welt äh, oder in die, auf dieser Insel von den Friends. Ähm, die heißen Serulian. Die gab es im Game auch schon. Das waren so die, die Hauptgegner, gegen die man gekämpft hat. Wenn man die dann besiegt hat, dann haben die so Würfel gedroppt und das war halt wie, wie du in jedem Gacha-Game so, so eine kleine, die, die Gratis-Währung halt hast quasi. Ne? Genau, genau. Ihr müsst ja irgendwas machen. so ja. nach dem Motto. Ne? Und da, Gegner muss es immer geben. Ja, und die gibt es halt und die sollte man im Normalfall nicht berühren. Also relativ. Nervige Gegner, wenn, weil wenn du die nicht mal richtig berühren darfst, dann wird es kritisch. Ja. Und die haben irgendwo am Rücken oder irgendwo an ihrem Körper so eine ein Art Schwachpunkt. Ja. Und wenn man den trifft, dann, dann sind die halt äh, kaputt. Aber die gibt es halt in mehreren Größen und Formen und Farben. Und der letzte ist halt ein bisschen... Hardcore. Aber ja, jetzt komm, komm, wir kommen wir, gehen doch in den Spoilerbereich. Ich, es muss noch ein bisschen was los. Äh, 6, 15 Minuten, alles klar. Dann äh, bedanke ich mich schon mal für die Leute, die äh, sich das jetzt bis hierher angeguckt haben. Wir gehen noch ein klein bisschen in den Spoilerbereich ab jetzt. Deswegen seid ihr gewarnt, falls ihr das nicht mitbekommen wollt. Äh, äh, danke fürs äh, Zuhören. Äh, genau. Äh, wenn, wenn ihr Meso Manga unterstützen wollt, das könnt ihr nämlich tun, könnt ihr in jeder Videobeschreibung auf einen Amazon-Wunschlisten-Link klicken, mir da was zukommen lassen. Und äh, ja, damit äh, würdet ihr uns natürlich insofern unterstützen und gleichzeitig ähm, könnt ihr was Lustiges dazu schreiben. Dann machen wir ein Video dazu und tun uns nochmal in aller Öffentlichkeit dafür bedanken. Ansonsten bleibt mir für die Leute, die jetzt äh, quasi äh, gehen. Nichts weiteres zu sagen, außer äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören und ähm, ich wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Maison Manga und in der Themenwoche der Kodomo Week, die ja jetzt ein Ende gefunden hat, aber ich denke mit Sicherheit, dass so viel Content war, so viel Content gab es noch nie in der Themenwoche bisher, ähm, dass ihr genug zum Nachholen habt und bedanke mich und äh, bedanke mich auch bei, bei dir nochmal, äh, Flo. Mm -hmm, äh, Bitte schön. Ja, bis dahin und äh, tschüss. Tschö, an die äh, Nicht-Spoiler-Leute, genau. Genau. No. Hallo an die Spoilerwilligen. Die Spoilerwilligen. Ja, also ich, ich mir ist doch noch ein paar Sachen aufgefallen, die ich einfach loswerden will. Also wir reden jetzt in erster Linie über die mit, mit den Leuten, die natürlich das kennen. Dementsprechend brauchen wir da jetzt nicht noch mal alles aufdröseln. Also so das, das Ende. Ende. Hast du hast du das Ende verstanden? Wie? ich hab, also ja, was, was, was genau, was, was Also, es, es, es wird immer wieder erzählt, ähm, es wurde, weiß ich nicht, wie doll das jetzt angedeutet war, ist ein bisschen her bei mir. Ähm, mhm. Aber dass die, wenn du von so einem Cellular äh, quasi konsumiert wirst, als Friend, verwandelst mhm. du dich zurück in deine ursprüngliche Form als Tier. Jetzt ist es ja so, im Ending haben wir ja gemerkt, da wurde, hat Cabania Server gerettet vor diesem Vieh, da verschlungen zu werden mhm. und wurde dann selber verschlungen, aber. Sie war ja schon ein Mensch und in ihre Z Menschenform zurück konnte sie ja quasi nicht werden, quasi weil sie die Einzige, die immun gegen diese Attacke war. Ich weiß nicht, ob du das genau so interpretiert ja, hast. Das habe ich auch, genau, das habe ich ja. auch so interpretiert. Ähm, aber ich war mir natürlich nicht sicher, ob äh, der, der das Vieh halt, wenn, wenn du eine Zeit lang da drin bist, wenn, dass du dich nicht auch irgendwann auflöst oder sowas, mhm. weißt du. Das wurde nicht erklärt. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt ultimativ äh, safe ist vor diesen Viechern. Äh, oder ob das dann auch irgendwie ein Teil von, ihm, von dem Vieh geworden wäre. Ja, die, die Frage ist halt immer, was war sie? War sie jetzt eigentlich in der Friend-Form? Was ist die Friend-Form von einem Menschen? Das ist halt die große Frage. Ne? Mhm. <laughs> das ist, das ja. war, ähm, war schon Gut, ziemlich... Und sie haben es ja auch so gelassen, dass du ein bisschen drüber nachdenken kannst, Also. Also ich sag's mal so. Ich, ich sag's mal so. Ähm, Im Grunde ist da ja so ein klein. Also ist da ja was ein bisschen was leicht anderes passiert. Im Grunde habe ich so das Gefühl, dass ähm, dieser Sandstaub. Der äh, diesen Hut von der, äh, von der Professorin von damals äh, berührt hat. Ja, und dann hat, hat quasi sich die, die Friend-Form von, von ihr erschaffen. Genau, ja. genau. Das war genau. Kaban dann. Genau, das war dann Kaban. Und äh, quasi dieser Sandstaub hat wahrscheinlich mit der DNA von, äh, wo auf diesem Hut oder im Hut noch irgendwie da war, reagiert und hat quasi ja. als ein Friend einfach einen Mensch erschaffen. Ja, ja, genau. Was ja schon mal so, what? ist, ne, an sich, ja. ne? War ja also, immer diese, diese Feder war ja an ihrem Hut immer im Spiel. Genau, genau. Und ähm, ja, ich denke, ich, ich, ich denke auch, dass quasi Kaban auch einfach so eine Art, äh, ja, sag ich mal, zweite Wiedergeburt auch von, von der von der Dame mhm. war. Wir, wir wissen ja nicht, was ihr, mit ihr jetzt genau passiert ist. Ja, man hat ja, es war, war auch, war auch, glaube ich, ist auch, glaube ich, so, weil Lucky Beast hat ja auch auf sie reagiert wie auf die Professoren beziehungsweise hat er irgendwas getriggert. Die Aufnahme genau, immer wieder eher, von mir. Ich glaube auch und ich glaube, die, also dieser eine Moment, wo sie, ähm, also es ist ja scheinbar so, also man hat hier diesen diesen Rückblick gesehen in Form von diesen ähm, von diesen äh, hier. Lucky Beast hat ja diese Fähigkeit, so Hologramme zu machen, so diese, ne? diese Aufnahmen, die die Dame, diese Professorin damals getätigt hat auf der Insel. Mhm. Und äh, da hat man ja gesehen, wie sie da quasi in diese Kamera, also ins Lucky Beast, tretet, so als äh, irgendwann sagt sie ja so, ah scheiße, ich nehme ständig auf, ob willst es eigentlich gar nicht. Na gut, mhm. dann nehme ich das einfach so als Memo auf für, für später. Ja. Und ähm, dann sieht man ja zum ersten Mal auch, dass Serval im Hintergrund existiert und quasi die Assistentin von ihr ist. Ja, genau. Und das, das suggeriert ja schon einiges, also das, und äh, sie hat, also Serval hat darauf dann reagiert, indem sie ge äh, Tränen ge gelassen hat, ohne zu wissen, was da, warum eigentlich, äh. das war so, äh, warum weine ich jetzt, und meine Schlussfolgerung war dann letzten Endes, dass ähm, die Professorin äh, gestorben ist, also sie wurde äh, vom, von so einem Serulien, äh, von so einem großen, ne? Weißt, es, gab ja diese große, gab, es gab ja diese Meldung, dass es hieß: ähm, großer St äh, Staub sammelt sich da und das Vieh formt sich und so weiter. Und das war wahrscheinlich auch, also, das hieß es ja dann auch am Ende von äh, Tsuchiko, ähm, dass ähm, dieses Lava-Ding, ähm, dieser Lava äh, diese Lavastein, der diesen äh, Ausgang zum. Ja, in dieser äh, Pyramide da, was das, genau. Genau, dass das ist im Grunde so der, die Überreste von diesem großen Vieh waren. Äh, von damals, quasi so der, der, der letzte Kampf äh, äh, von der Professorin und Serval und so gewesen ist. Und ähm, das Vieh ist dann halt versteinert oder verhärtet, weil sobald die halt mit äh, Meerwasser in Berührung kommen, oder Wasser als sich, ich weiß es jetzt gar nicht, äh, äh, dass die dann eben halt so dieses, dieses Lavagesteinsform annehmen und dann einfach sterben, mehr oder weniger. Äh. Und ähm, genau und wir vermuten oder ist die, ist die Logik ist ziemlich meiner Ansicht nach schlüssig äh, weil eben halt wohl als Reaktion geheult hat hm. ähm, dass äh, sie gestorben ist die Professorin und ähm, Serval eben äh, ihr Gedächtnis verloren hat ja. Hm? ja aber sich irgendwie doch subtil unterbewusst ist es und noch alles da ja war da noch was da und allein schon wenn man darüber redet ne das ist so da denkt man so what the fuck ne also mhm. weißt du es wird nicht wirklich erklärt aber es ist auch ziemlich es ist auch ziemlich eindeutig so letzten Endes was passiert ist so ähm, einfach auch diese und, und im Grunde kann man dann sagen ist äh, ist hier Kaban äh, dann die Reinkarnation sozusagen mhm. äh, von ihr weil die DNA sich mit dem Sandstaub irgendwie kombiniert und einen neuen Menschen erschafft. Sozusagen. Ja, quasi ein Menschen-Friend. Ein Menschen-Friend. Das ist, Menschenfriend. Ja. Und äh, das fand ich schon mal ziemlich äh, stark. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, wir haben niemals, ähm, also es hieß ja so, eines Tages kam dieser Staub so vom Himmel und äh, die hat es ja noch lustig gemacht, wie so Aliens, Aliens, aber letzten Endes ja, war es nicht so lustig, weil diese Ceruleaner sind halt Aliens und mhm. warum sie das jetzt machen oder so, weiß man nicht, aber andererseits, warum, warum sollte man es wissen? Sind halt Aliens, ne? Ja, die, die es der, ist halt vielleicht der Natur, ne? Warum, Natur halt, ne? warum bauen Ameisen die Hügel? Hügel ne? das <laughs> ja, ja, genau. <laughs> machen es halt einfach. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Genau, so, so ein bisschen dieses, ähm, so ein bisschen diese äh, Frage von, äh, wie heißt es nochmal, ähm, äh, dieser dieser Anime mit dem äh, wo der Parasite ne so ein bisschen so ja diese, ja genau ja die, 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 das ist war ist einfach in deren Natur die leben einfach so ja das ist deren, die, deren, deren Weg zu überleben ne genau und und hinterfragst nicht das ist halt einfach so sind halt Aliens mhm. und die Professorin realisiert dann halt dass das irgendwann ein Problem wird oder sowas und ich habe aber eine Vermutung und zwar man sieht nämlich in dieser ganzen in den ganzen Folgen sieht man nicht einmal irgendetwas also wovon die immer ähm, ihre Videos drehen hm? und die haben ja normalerweise die haben so ein Labor, wo sie auch diese äh, Lucky's Beasts hergestellt haben und mhm. so weiter, die Professoren so T Tests und so weiter gemacht haben und ähm, ich, ich, ich habe eine Vermutung ich, weil die Augen vom Lucky Star haben so strange geleuchtet ähm, so grüne, ne? Ja und, ja und später sogar Regenbogenfarben mhm. ähm, ähm, als, äh, als, sie quasi, als es quasi Ja, sie das, das, haben auch was mit dem Sensor zu tun glaube ich ja genau und ich glaube ich glaube der Punkt warum diese Serie, dieses gigantische Ceruliana viech überhaupt existiert erst in, in erster Linie ist die Tatsache dass sie rumexperimentiert hat mit diesem Zeug staub und so weiter. Ja, ja, sie hat ja wahrscheinlich auch die Friends quasi erst zuerst erschaffen und fand das wahrscheinlich sogar ganz cool. Ne? Ähm, genau, dass sie dann in dem Japari Park da diese, diese diese Friends anstatt die in ihrer normalen Tierform äh, haben, ne? dass die Leute auch mit denen interagieren können und so. Genau, richtig. Mhm. Und da hat er damit halt rumexperimentiert. Und dann ist halt irgendwas, so wie es meistens ist, irgendwas schiefgelaufen. Und äh, dieses Riesenvieh ist halt gespawnt, mehr oder minder. Mhm. Und ja, hat dann quasi so das, das Ende eingeleitet vom, vom ursprünglichen japari park Also von dem, wie es mal hätte sein sollen. So. Mhm. Und äh, die waren ja alle schon so auf dem Trip weg. Das sind scheinbar alle Menschen, die da waren vor Ort, die sind, haben erfolgreich geflohen nur sie war halt irgendwie am Ende scheinbar noch zurück und, äh, keine Ahnung, hat vielleicht Serval gerettet und so. Und es, ja, also, vielleicht so I Am legend mäßig hat sie alleine noch so versucht, ähm, da irgendwie das, das zu finden, die Welt zu retten so und so. Ne, weil mhm. sie ja auch wahrscheinlich dafür schuld war, ne? Also, ja. das, das kann man sich rausziehen, es gibt keine Beweise, aber es, ja, könnte, aber es macht, es könnte, macht so. Hammer Sinn, ja. Es, es macht Hammer halt Sinn. Hammer Sinn. Und ähm, was mir dann halt auch noch aufgefallen ist, ist ähm, der, der Teil, auf diesem einen Berg, der so crazy aussieht mit diesen Kristallen und dem. Mm, ne? Da sagte, sagte ja Toki schon, dass das die Ur, der Ursprung ist. Das ist der Ursprung, genau. Das, ich meine, das sieht man ja auch. Es ist sehr offensichtlich, dass da mm. irgendwie was dann äh, irgendwie explodiert ist und dann sich so als Kristalle manifestiert hat irgendwie. Ähm, und ich vermute einfach, weil da ja auch diese, diese Teile gefunden werden, die sie da suchen. Ne? Mm. Ähm, ich glaube einfach, das ist äh, der Ursprung von allem. Und nicht nur da, wo quasi dieser Komet oder dieses etwas gelandet ist aus dem All, sondern gleichzeitig glaube ich auch, dass da das Labor war mm. und da irgendwas schiefgelaufen ist und dann BÄM! Weißt du? Ja. Und daraus diese Ceruleaner da, Stimmt, gestanden. stimmt, dass da das Hauptquartier war irgendwie. Genau. Weil man sieht nicht einmal in, in der Serie, dass dieses Hauptquartier, dieses Labor, mm. nirgendwo. Und das müsste ja schon vergleichsweise schon groß sein oder offensichtlich. Ja. Und man sieht ja ein paar Attraktionen und Häuser und so weiter im Laufe der Serien von Menschen. Und das komischerweise nie. Und ich dachte mir so, es würde eigentlich total Sinn ergeben, wenn das, das Labor da oben wäre, wäre auf dem Berg. Mhm. Und äh, da ist halt alles in die Luft gegangen. Und äh, dieser Sandstaub hat sich ja dann gehärtet, in diese Ceruleaner manifestiert. Und äh, klar, dann gab es keinen Weg zurück sozusagen. Aber eine Sache fand ich auch noch interessant. Ähm, kann man vielleicht im Nachhinein noch mal tun. Ich weiß nicht, ob es ganz Sinn ergibt, aber in meinem Kopf war das so, zumindest. Ähm, die hat ja quasi diese Aufnahmen gemacht mit dem Lucky Beast. Hm? Und wir sind ja am Anfang in der Savanne gespawnt, sozusagen, und sind dann dahin quasi zum Labor, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja. Und zu dem Endkampf und so. Und ähm, interessanterweise finde ich. Dass ähm, man quasi diese, diese Loks, glaube ich, rückwärts abspielen. Ah! Fuck ja. Weißt du? Weil am Anfang ist noch relativ. Äh, die die, die Loks wurden immer da getriggert, je nachdem, wo sie gerade waren. Und so genau. gesehen hast du recht, ja, stimmt, dass das denn rückwärts geht, weil du musst ja vom, vom Labor in die Savanne quasi gehen dann die musste abhauen, und da war ja auch ihre, da war ja auch ihre, ähm, ihr Hut. Ja, aber ja, wahrscheinlich auch der letzte Kampf oder sowas mhm. mit so einem Vieh oder der, der Moment, wo sie äh, komplett verendet ist oder was auch immer. Mhm. Ähm, und vielleicht auch der Grund, warum Serval dann auch in der Savanne war. Also nicht nur, weil vielleicht sind sie einfach noch mal zurückgegangen, da wo Serval eigentlich ursprünglich herkam oder sowas mhm. irgendwie. Wird es dann halt natürlich absolut Sinn ergeben? Und der Hut lag halt in der Savanne. Und wenn man diese, diese, diese Loks zurückgeht, weil der, der erste Lok zum, Beisp zum Beispiel, ne, mhm. ähm, der, der ist ja schon, ja, wie, oh wie, wie erkläre ich das? Am Anfang, also gegen Ende, kriegst du ja quasi den ganzen Plot erst mit, wie es passiert ist, mehr oder minder. Ne? also mhm. da hat's angefangen. Und wenn du dann diese Loks zurückgehst und diese ja. Sachen, die ähm, sie über Lucky Star quasi spricht, Mhm. dann merkst du irgendwie, wie es immer ruhiger wird, sage ich mal. Äh, oder ich sag mal, bedachter. Hm? Mhm. Weil, weil gerade so am Anfang diese, dieses erste Mal, wo äh, Luckystar da diese Stimme macht, wo war so komplett so, hä, warum hast du so eine weibliche Stimme? Mhm. Mhm. Du das erste Mal, ne? Und da du äh, ja auch was so von irgendwie, ich, ich weiß nicht, was war das am Anfang? Irgendwie sagt sie doch sowas wie, äh, ja, äh, Wer das hört oder sowas, seid nett zu den Friends oder irgendwie, irgendwie ja. sowas. Also, so wie so eine Einleitung zum Jahr. Ja, Japan seid nett zu, zu den Tieren, genau. <laughs> und, ich, und ich dachte einfach so: eigentlich von der Logik her, wenn die, ne, also, die kann ja nicht zwischendrin geendet haben, weil der Hut eindeutig ja in der Savanne lag. Ja, und, und das, da kam ja dann auch noch die zweite Feder irgendwie zu, die sie da gefunden haben, da auf dem Berg. Mhm. Und die hat sie wahrscheinlich gleich am Anfang verloren. Und dann im Grunde mhm. zeigt. Dann dann quasi den Weg ne? von bis ja, und ja, das fand ich einfach kann, kann man vielleicht noch mal machen. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das so viel, also ob sie sich da so viel Gedanken gemacht haben, mhm. so, weiß ich nicht. Aber rein, rein theoretisch könnte, könnte es klappen, wenn man die, äh, die Loks sozusagen so rückwärts abspielt. Ja, 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 genau, gute Idee. Mhm. Und ja, da, daran erkennt man einfach, wie viel wie viel dann da doch noch drin steckt einfach, oder wie viel vielleicht... Ichi ja, wie viel, G wie viel Gedanken, die sich da gemacht haben. Und du musst bedenken, dass dieser Subplot, der ist, äh, der ist wirklich, wirklich von, mal. von Tatsuki, ne, vom, genau. ähm, das hat, vom Game ist da nicht, ist, ist da überhaupt nichts von. Ja, das ist halt einfach eine postapokalyptische Variante Ja, ja vom gut, Game, das oder? ist ja, wenn du von einem <laughs> Spiel, was hauptsächlich auf Gacha-Mechaniken basiert, wenn du da groß eine Story, ist ja wie bei Azur Lane oder sowas, hm. ähm, da wurde ja, da musste der Schreiberling ja auch viel Arbeit leisten, um da Plot reinzubringen, ne? das, Und das haben die richtig gut gemacht. Absolut, absolut. Also bin, bin auch. Und das ist auch so, ein, auch so ein Faktor, halt, dass es immer, ähm, wie halt auch Erwachsene wirklich da reingekommen sind und äh, ja, klar. halt auch so, so, so viel abgewinnen konnten, dass es halt zum, zum, so wirklich so, so einen Boom hatte. Ne? Und dass es auch immer noch so viele Fans hat. Weil guck, du kannst jetzt jemandem sagen, du zeigst dir die ersten Folgen und äh, Kinderkram, heute nicht gucken und dann sagst du denen, äh, das ist voll Dieb und so. <laughs> ja, nee, das, das braucht man nicht. Also, man ja. Muss ja, halt es ist es ein schönes kommen. Schmankel, wenn es dir sowieso schon gefällt. Aber genau. äh, wenn du jetzt denkst, äh, nee, ich kann mit sowas nicht um, aber für sowas würde ich es schon gucken, äh, das ist nicht die Hauptsache, die den Anime ausmacht. Nee, definitiv nicht. Ich glaube, da würde man auch diese Leute, die dann da mehr erwarten, dadurch ja die die die, die, die würde Geist es haben. dann wieder abschrecken, weil das ja. dauert halt wirklich, bis das wirklich dahin kommt. Also auf, auf jeden Fall. Nee, nee, das für solche Leute ist nicht gedacht. Das ist eher dieses, ach ja, ich finde es ganz süß und alles und gefällt mir ganz gut. Oh, ja. happy feeling, so, yeah. Und dann auf einem äh, suddenly Dark Subplot und du denkst so, okay, damit kann ich was anfangen. Das mhm. ist geil, let's go. So, ne? Du, du musst halt auch immer bei so einer Franchise, das ist auch immer sowas. Du kannst, ich meine, zum Beispiel bei JRPGs oder so ist das halt auch oft, ne? Zum Beispiel, du, du spielst das Spiel, du kannst das Spiel relativ schnell durchspielen, so, ne? Ja. Aber. Aber so die wahren genialen Subplots und Anspielungen und so weiter, die finden statt, wenn du die Welt weiterhin erkundigst, erkundest und du wirst belohnt dafür, dass du dich mit dieser Welt und den Charakteren und so auseinandersetzt, weil da noch wesentlich mehr passiert ist, als dir der normale Storystrang quasi so mitgibt. Oder mitgibt. Mhm. Du wirst einfach dafür deine Neugier belohnt oder dass du dich damit auseinandersetzt. Ja. Und das finde ich immer geil. Immer, immer geil. Ich liebe das, mich da so mit auseinanderzusetzen, alles so zu, zu, zu äh, so aufzudröseln, analysieren. Und ich finde das mega geil. Vor allem bei einer Franchise. Es ist, wie gesagt, wieder ein, schön, ein schönes Beispiel dazu. Es ist wie Digimon. Also ich, ich, kann dir, ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, dass du mal Digimon schaust. Ja, okay, ich, 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 okay. Gar nicht. Aber. Wenn du mal Digimon angucken würdest, du hast genau das. Du hast dieses, ach ja, du hast Charaktere und ihre süßen äh, äh, Viecher und ab und gibt es mal einen Kampf und so weiter. Aber was da alles noch an Plot reinkommt, mhm. das ist einfach nicht mehr ein typisches K eine Kinderserie. Da steckt schon viel, viel mehr dahinter. Und gerade ja. auch in der heutigen Zeit, wenn man sich so viel mit Digitalisierung und so weiter äh, beschäftigt, mhm. ist es noch mal ist das, also wenn man das heute guckt, das hat das noch mal eine ganz andere Wirkung. So, das könnte ja? schon so eine, so eine Black Mirror-Episode werden. Also, ja. <laughs> das vielleicht nicht ganz so krass, aber <laughs> du, du weißt, was ich meine. Das ist, so, ja. ähm, das ist einfach, das, das, ich glaube, durch Digimon habe ich dieses diese Kinderserien, die die mehr sein wollen, die mehr so zu bieten zu schätzen, haben, ja. So zu schätzen äh, gelernt einfach. Ne? Und jedes Mal, wenn es hier zu so, Hause oh, so eine Kinderscheiße, habe ich gedacht, okay, ja. Aber wenn du es als Erwachsener dir gibst, ist es einfach so viel mehr. Äh. Und, äh, und das habe ich auch so zum Beispiel, äh, auch, auch nicht nur durch Digimon, sondern auch durch ähm, zum Beispiel äh, Animaniacs oder äh, hier äh, Freakazoid zum Beispiel auch, ne? Falls dir das nochmal sagt, diese ähm, von Steven Spielberg äh, produzierten Zeichentrickserien, Pinky in the Brain und sowas, ne? Ähm, diese Sachen kannst als Erwachsener ganz anders. Die Jokes und so weiter, die nimmst du ganz anders wahr. Ja, ja, ja. Und vor allem auch so subtile Sexhumor, sag ich mal, ne? in der Kinderserie. Es kriegt mm. keine Sau mit, kein Kind rafft es, aber als Erwachsener denkst du, <lacht> ernsthaft? <lacht> okay, okay, I'm hooked. Und du guckst dir das dann an. Es ist jetzt nicht deep oder sowas, oder Freak ist mm. auch nicht deep, aber manche Sprüche, alter Schwede, ja, du würdest, oder äh, bei Animaniacs auch, <laughs> ja, ja, auch ja. nicht klarkommen. Ja, 100 ähm, Pro, mit, da kenne ich ein paar, ja, genau. Ja. Äh, kein Vergleich zu zum Beispiel der neuen Serie von Anime kein Vergleich, die ist ja. ultra handsam äh, und hat nichts dergleichen mehr, aber damals, die sind wirklich all in gegangen, die haben wirklich so gesagt hey, wir sind Toons und wir sind lustig ja, oder. und wir Kinder und dann, ach ja, übrigens, Sex-Joke ja. -finger, Finger, Fingerprints. Fingerprints Fingerprints, oh, 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 Fingerprints. <lacht> <lacht> No, thank you, what? What? Haben die das gerade wirklich? Ja, genau. Ich, ich liebe sowas. Und deswegen, Cameron Friends hat mich deswegen auf der Ebene auch angesprochen. Mhm. Und äh, ich will noch, ein, noch eines sagen. Das Vieh am Ende, der Herr Zerulia, Es hieß ja. ja, die können sich im Laufe der Zeit, äh, also wenn können die sich oder wenn die verlässt mhm. werden, können die sich ja neue Energie von diesem Berg holen und werden größer so. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, interessanterweise fand ich, also die haben ursprünglich erstmal irgendwie in da so so, so einfache Formen wie Kreise, Vierecke so ja. und so weiter, ne? Und je größer die werden, desto mehr verändern die sich auch. Es also hieß ja auch, die verändern Ja, die ja, haben. ja. Es ist ja auch, ähm, ich weiß nicht, wie dir das aufgefallen war, am Ende hatte äh, Kaban ja so schwarze Finger bekommen. Mhm. Und, und irgendwie hat sie ja durch diesen, da sie da von diesen Zelowander da verschluckt wurde, hat sie irgendwie so eine Art Update bekommen, weil sie hat ja dann auch, sie kann dann auf einmal auf Bäume klettern und alles so richtig ganz einfach. Ja, stimmt. Ja, ja. das ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte einfach nur, sie hat halt dreckige Finger. Ja, 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 genau. Dachte ich auch erst, weil das auch so. Aber das wurde dann, das ist ganz, ganz subtil, ist das reingekommen. So die letzten paar, paar Stunden am Abend, da waren dann nur die Fingerspitzen schwarz und am nächsten Tag waren dann schon die ersten Finger. Man weiß ja nicht. Ich glaube, ich müsste mir den zweiten Teil doch nochmal angucken, ob die das weitergeführt haben, hoffe ich mal. Äh, dass, 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 dass sie gerade irgendwie so eine Art Verwandlung durchmacht, ne? Mhm. Ja, stimmt auf jeden Fall. Sie konnte ja am Ende dieses crazy Move da mit dem Baum, wo ich auch gedacht habe. Ja, hab, ey, sie, sie hat sich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, so. sie hat sich da, weil Server wurde ja erst verschluckt von dem Ding, aber dann hat sie sich ja gleich hat sie sich ja gleich rausgezogen, be bevor da irgendwas reagieren konnte. Mhm. Vielleicht ist so ein bisschen Katzen-DNA auf sie eingegangen, wer mhm. weiß. Weil sie hat auch Krallen am Ende. Sieht zumindest mhm. so aus. Cool. Oh, das, oh das, ist, das, ist, das ist eine wäre eine geile Idee, wenn sie quasi von von, von Tieren so, das ist das Best-of. Ja, ja, ja. So, so, wie, so, wie, so wie Adam Blade <laughs> aus, aus Der konnte seine, Fähig seine Fähigkeit war ja auch, die Fähigkeiten von anderen zu übernehmen. Ja, genau, genau. So, so in, 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 also, das sagt jetzt wahrscheinlich wenigen Leuten was. In, in, in Rollenspielform würde man Blaumagier sagen. Ja, so ja, 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 ja. von Gegnern einfach irgendein Skill zu nehmen. Ko Kopieren, dann, genau. Und dann immer einsetzen zu können, so quasi. Ja, das, das, ist, das ist wirklich nice, weil dann wird man im Grunde auch diese Defizite vom Menschen ausgleichen dadurch. Ja, man, das ist es man ja. Man sagt ja immer so, der Mensch, der ist ja insofern schon krass im Vergleich zu anderen Tieren. Aber mhm. wenn man dann immer bei den Tieren guckt, ich habe immer so gerne so Sendungen angeguckt, wo es hieße, das schnellste Tier der Welt, das schwerste Tier, das aggressivste und so weiter. Ja, es ist ja, wenn Film. du jetzt sagst, in der Natur ist der Mensch halt ein Lappen. Ähm. Wenn du das mit anderen Tieren so vergleichst. ne? Aber dann sagt er zum Beispiel ein Geopard, <laughs> ich kann 80 km/h sein. Ja, guck, ich setze mich auf mein Motorrad, fahre ich 200. Fick dich, Geopard. Ähm <laughs> Kommt ein Skorpion an, ich kann dich stechen, ich habe Gift und ja, und ich habe eine Schrotflinte, hau ab. Ähm äh, beim Geopard, Geopard war es ja vor allem auch witzig, du, du, äh, da, ga, da gab es auch mal irgendwo, habe ich das auch mal gesehen, so Mensch gegen Geopard, so Geopard mhm. so, so voll eine auf die Hose und meint so, pff. Alter, guck mal, wie guck mal, wie weit schon. Ja, der kann, der kann zwar jetzt mit 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 60, 70 kmh rennen oder was das war, ich weiß nicht mehr, wie aber schnell genau lang. das war, aber nicht und lang. Ein Mensch, ein Mensch, der jetzt genau, ein Mensch, der jetzt nicht so, nicht so äh, unfit ist wie ich. Ja. Oder wenn man das jetzt mit dem, mit dem Uhrzeitmensch vergleicht, der konnte zwar auch nur so seine 15 kmh oder so rennen, aber das konnte der über Stunden. <laughs> ja, genau. <laughs> und der Giefert, der macht halt, nachdem er da diesen Sprint hinlegt. Ja, dann halt hat, hat, er, stellt, hat er gar keine Energie mehr, das überhaupt noch zu fressen, das Tier da. <lacht> <lacht> und dann legt er legte sich, in, äh, legte sich auf den Baum und pennt erstmal wieder und tankt Energie. <laughs> das ist so lustig eigentlich. Ja, und das ist halt so dieses. Auch dieses. Ähm, was ist das stärkste Tier der Welt? Und, und äh, Da gab es mal so eine Sendung damals auf, ich weiß nicht, RTL 2, glaube ich, später mal. Und das fand ich immer so geil, weil ähm, da haben sie dann gesagt so, okay, wir haben hier eine Ameise, ne? Und mhm. du würdest sagen, ja, eine Ameise pff, ist ja nicht stark. Aber jetzt überleg mal, du machst aber die Ameise so groß wie ein Mensch. Ja, weil die Ameise kann so ein Blatt tragen, was irgendwie das, das Hundertfache von ihr selber wiegt. Ja, ja, genau. Und dann haben sie halt mhm. das mal gezeigt so, okay, wenn diese Ameise jetzt so groß wäre wie ein Mensch, dann würde die, keine Ahnung, wie viele... Hochhäuser tragen oder. Hochhaustragen, genau. Es ja, ist einfach so. Und, und dann denkst du, dann, dann realisierst du erstmal, was für ein krasses Vieh das eigentlich ist. Mhm, ne? mhm. So viele, ne? Oder es gab auch so ein, es hieß auch mal so, die, die, der, der stärkste Griff oder sowas. Ne? Also so ein Griff, wo man sich nicht mehr draus befreien kann. Und ähm, dann war da halt. Ja, Koala-Bären -Ko auch zum Beispiel, die haben Hammer, Hammer, ja. heftigen Griff drauf. Genau, aber es war ja, äh, es, nee, es war, nee, ich glaube, am Ende war es sogar. Ich glaube, auf dem zweiten Platz war es irgendwie so ein Käfer. Ja, ja. Auf dem ersten Platz war es ein fucking Faultier. Weißt ja, du, stimmt. So, mach, mach das Faultier so groß wie ein Menschen. Mhm. Und diese Klaue, die es hat, ist perfekt dazu geeignet, ja. etwas zu, zu, zu greifen. Ja, fa nicht fa faul, Faultiere sind sowieso Hammer. Also, die haben auch den... den wenn, du, wenn, wenn ein Mensch den Stoffwechsel vom Faultier hätte, dann... Äh, da wird es keinen Hunger auf der Welt geben, weil die können, die können den dämlichsten Scheiß fast ohne Nährstoffe, irgendwelche dummen Blätter, können die einfach fressen. Mega. Weil die halt auch so wenig Energie verbrauchen, können die damit einfach überleben, ne? die, die klammern sich da an ihren Baum fest und bleiben da mal ein Jahr oder so, ne? <laughs> Beneidenswert. Und sind auch wahnsinnig gute Schwimmer. Also ein Faultier kann super schwimmen. Ja. Denkt und man gar nicht. Ja, und hat es eigentlich nicht mal wirklich gelernt, ne? Das ist, nee, ja, genau. das ist auch so was krasses einfach. Hat es halt ja. nicht mal gelernt, weißt ein Mensch muss vorher erstmal so, wie schwimmt man denn nochmal so? Ich und glaube, es gibt kein Säugetier, was nicht schwimmen kann. Und, und von, von, von sich aus. Gut, me gut äh, Menschen können das ja auch ne, als Baby kannst du. Ja, ja, genau. Machen. Irgendwie hat, hat der Mensch. Du. Der Mensch, der hat irgendwie, äh, irgendwie so ein Ding, ja, brauchst du jetzt nicht, das Gehirn muss sich jetzt anders entwickeln. Das braucht die Ressourcen für, für Mathematikunterricht. Aber, aber ja, um äh, nochmal äh, auf den Anfang zurückzukommen, was mir halt aufgefallen ist, ähm, diese Anfangsform äh, entwickelt sich dann zu einem sehr, ich sag mal, animalischen Design. Mhm. Ja? Also, wo du, wo du schon so nur vier Beine und so weiter. Ne? Und es hat sich ja nochmal leicht verwandelt, so diese Endphase sozusagen. Und da muss ich sagen, da wird's es langsam ein bisschen creepy, weil im, im Grunde ähm, hast du schon so das Gefühl gehabt, dass es so die, der nächste Step wäre, eine menschliche Form von dem Vieh gewesen. Ja, ja, ja. Oder? Ja, also, das, das ja, hat so, evo das hab, so Evolutionsstufen durchgemacht. Genau, und, und am Ende, das hast du, finde ich, auch ganz gut gesehen, du hast es zwar immer noch diese komischen stierähnlichen äh, Füße, so, ne? Mhm. Diese, diese, diese Hufen da, die mit dem dieser komische Brotkasten da gelaufen ja, ist. Ja, 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 ja. Aber ähm, es gab so Momente, wo das Vieh halt wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Gorilla ähm, sich aufgestützt hat mit dem mm -mm, bei diesem Haltung. Boot da, ne, ja. Und, und auch so ein bisschen so diese Körperhaltung sich so ein bisschen gebeugt hat und nicht mehr ja, die Ja, die Hinterbeine hatte. sind so ein bisschen kürzer geworden und Vorne war es dann wieder ein bisschen länger. Ja, das ist recht. Das wäre wie so privat halt, Wie ne? so privat, genau. Und ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass das Vieh auf zwei Beinen steht. So. Das, mhm. das, das Letzte ist, aber dazu hat es dann nicht mehr gereicht. Ja, und dann musst du dir, musst du dir nochmal hier äh, Kimono Friends äh, EP1222 ja, You Are das Not ist, Friend angucken. Das, das macht halt so Sinn, dass man das irgendwie ein Crossover, da einen Fan-Crossover mit äh, Evangelion macht, weil ja. äh, muss ich, genau da muss ich halt auch dran denken. So, next step, und wir haben halt. Hier äh, äh, End of Evangelion Ray, so. Ja, dann kommt dann, kommt dann kommt dann Angel, genau, ja. Ja, genau. Und äh, ehrlich gesagt, da weiß ich aber nicht ganz, was ich von halten soll, weil das ist, das ist jetzt so dieser Punkt, wo ich mir jetzt denke, okay, dieser Organismus tut er Dinge kopieren, ähm, um Oder aber mit der DNA reagiert, weil er hat ja mit erscheint mit Kabans DNA, was ja so gesehen uh. Pri Primaten DNA ist, ne? Ähm, Menschen sind ja auch nur Affen, <laughs> wenn man es mal so sagt. Oh, das, das, ist, das ist eine smarte Überlegung. Ja, okay. das ist eine smarte Überlegung. Mhm. Okay, das ist, das ist interessant. Da bin ich nicht drauf gekommen. Vielleicht. Das könnte, das wird's für mich erklären. Daher könnte ich schon, da könnte ich leben. Mhm. Das ist einfach kopiert, weil es halt einfach wahrscheinlich <laughs> die DNA und äh, wahrscheinlich das für sich rausnimmt, was es halt zum Überleben braucht. Ne? Mhm. Und es muss irgendeinen Grund haben, warum äh, die Viecher. Ich glaube, die haben Bock auf Energie, deswegen finden die auch Feuer so interessant. Ja, ja, genau, stimmt, stimmt. Ja. ja. Feuer, das ist ja deren. Äh, hab, da gehen sie ja immer voll drauf an, ja. Nur, nur, nur dann wiederum eine Sache, die halt wiederum. Diese Frage ist, ob es da jetzt tieferen Grund für gibt oder ob das. Ja, auf der einen Seite, du musst bedenken, in unserer Evolution vom vom Affen zum Menschen, äh, hat Feuer, hat, hat die Entdeckung des Feuers einen wahnsinnigen äh, Sprung gegeben. Ja, absolut. Wird, auch immer, wird ja auch in der Serie angesprochen, dass eigentlich nur der, der Chrisley-Bär mit klarkommt mit dem Feuer und alle anderen so, ah, oh, nee, lass ja. mal, <lacht> <lacht> nee, mal Nee, lass, nee. genau. <laughs> Ja, aber was ich halt äh, nicht verstehe, dass die Ceruliana mit in Berührung mit Wasser oder mit 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 äh, ja, dass mit sie Wasser, da, ist, dass sie da zu... als wenn sie Lava sind, ne, dass sie als zu Stein wenn werden. Sie zu, zu Lavastein werden. Das mhm. ist etwas, wo ich mir denke so, ah, es ist irgendwie, das verstehe ich nicht ganz, aber oder wird ja. jetzt einfach nur als damit man die irgendwie besiegen kann. Ja, ja, ja. Das, das, da, also da habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber mir fällt auch jetzt auch spontan nichts ein, warum das so sein könnte. Mhm. Ja, das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist dieser, dieser Sandstein, dieser Sandstone, mhm. der Sandstar, so rum. Sandstone. Dass der, der Berg, wo das ist, der sieht halt so ein bisschen aus wie ein Vulkan, ne? Ja, ja, genau. Dass das da irgendwas mit zu tun hat. Irgendwie halt vielleicht äh, auch wieder irgendwie mit reagiert, irgendwie mit dem Element des Vulkans. Mhm. Ich könnte mir nämlich tatsächlich auch vorstellen, dass es das ein Vulkan ist, wo, wo die da drauf sind. Sie ja, sind schon, ja, genau. Und die ist ja wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen Mount Fuji äh, äh. inspiriert. Ne? Äh, ja, irgendwo, irgendwo steckt da noch eine gewisse Wahrheit dahinter, die wir noch nicht. Vielleicht kommt die auch im Sequel vielleicht noch vor. Weil das Sequel, ich, ich glaube zumindest, dass so Ansätze, die im ersten noch nicht äh, gemacht wurden, wurden im zweiten zumindest noch benutzt. Also dementsprechend hat man noch ein bisschen was von dem Ursprungsmenschen, äh, der dahinter steckt, aber scheinbar nicht mehr ganz so. Äh halt logischerweise, weil er nicht mehr der Hauptverantwortliche ist, beziehungsweise nahezu nicht mehr, nicht mehr da ist. Ja. Aber ja. Ähm, ich denke, damit können wir es belassen, oder? Würde ich sagen. Ja, ja, ja. Aber. Wie gesagt, das ist zwar, es, ist, es ist zwar mega geil, dass das mit drin ist, dieses, diese äh, etwas mehr Deep-Lore-Geschichte. Mhm. Ähm, auch, dass man da als Erwachsener wirklich so drüber philosophieren kann, Hammer. Aber es ist nicht das, was es 100% ausmacht. Es ist so ein kleiner Nutsch. Um es interessant zu halten. Aber im Grunde ist das äh, ist der allgemeine, der Anime, die, dieses Feel-Good-Anime-Feeling, ist das, was, was es so schön macht. Absolut. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Außer vielleicht. La la, 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 yeah. la, la la, Welcome <laughs> to the <Jabari> Genau. <lacht> <lacht> super, super. <lacht> super. Auf jeden Fall. Das war schön, das hat äh, Spaß gemacht. Und äh, ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für alle Leute, die, die äh, diese Themenwoche so äh, ja, verfolgt haben. Äh, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich wünsche euch no noch jetzt äh, euch da draußen noch einen wundervollen Aufenthalt in der Meson Manga. Vielen Dank, Flo. Ich bin der René und ich sage wieder einmal tau. Bye bye. Tschüss.